Wer würde wohl für meinen Tod eine Million Dollar bezahlen? Eifersüchtige Ehemänner, wütende Chefs, verzweifelte Schneider, die Liste ist endlos. Voll, voll, die Presse, voll, Presse, voll, Presse, voll, Presse. Ich habe, was mir jetzt im Nachhinein erst klar wird, einen guten Teil der älteren Bond-Filme auch so eher im Fernsehen geguckt, ja, auf den sogenannten Bums-Sendern, wo die dann in der 100. Wiederholung liefen. Und wenn sie halt 4-mal oder 5-mal durch Werbung zerhackt werden, dann verliert man auch völlig den Faden. Und das ist ja wieder das Hauptargument, was gegen diese ganzen Bums-Sender spricht, dass man einfach diese werbeunterbrochene Scheiße einfach... Howdy ho, herzlich willkommen zu einer neuen, fröhlichen, gerührten, nicht geschüttelten Episode unseres Medienpodcasts Voll in die Presse. Und zwar der Episode 107. Bei 07, lieber Prollo, was fällt dir da ein? Dieser Typ von der Majestät, ihrer Majestät, der Agent. Genau, da fehlt natürlich noch eine 0, Beef, damit sind wir bei dir. Also 007 heißt... Heißt Agent mit Lizenz zum Töten. Der Agent mit der Lizenz zum Töten oder auch Mr. Bond. James Bond. Bond. James Bond. Ich liebe ihn sehr. Ich glaube, wir alle lieben ihn sehr. Oder fast jeder liebt ihn sehr. Wie viele Filme von ihm habt ihr geguckt, Beef? Du bist Cineast. Also mit dem gefühlt alle Charakter. Also sage ich jetzt mal, manche öfter, manche weniger oft, manche nur einmal, aber ich glaube, ich habe sie alle durch. Ich würde sagen, mir fehlen maximal 3. Ja, ich glaube, mir fehlt tatsächlich auch keiner. Eher müsste ich gucken, welchen ich nicht zweimal mindestens gesehen habe. Aber tatsächlich, die Bond-Filme sind absolut einer meiner Lieblingstitel und Beschäftigungen. Es soll aber nicht nur um Bond gehen. Die 007 ist die... sozusagen die Zahl, die wir heute hier anspielen, weil es unsere 107. Episode ist. Aber wir haben uns gedacht, wir machen im weiteren Sinne mal das Thema Spione. Mal gucken, wie weit wir von James Bond überhaupt uns lösen können. Und Spione sind natürlich auch ein ernstes Thema durchaus. Auch da weiß ich nicht, wie ernst es heute wirklich wird, weil wir ja vorher uns nicht die Artikel verraten, über die wir so sprechen. Aber vielleicht können wir unseren Zuhörenden mal einen Vorgeschmack auf das geben, was sie erwartet, wenn sie jetzt hier am Hörer bleiben. Beef, willst du anfangen? Ich kann gerne anfangen. Also ich werde auf jeden Fall was, also kein Bond-Film ohne mindestens einen sensationellen Bösewicht. Also da habe ich was zu und auch noch was, bisschen was jenseits von Bond und auch noch was Geografisches dazu. Mhm. Ich werde euch zu den Spezialeffekten und vor allem vor den wohlgeschätzten Gadgets, die der Q vor allem ja immer dabei hatte, hier und da was sagen. Denn auch die haben hier und da einen realen Bezug. Das ist sehr schön. Ich wollte eigentlich sagen, das, was ich heute vorhabe, ist streng geheim, top secret, weil ich auch noch nicht so genau weiß, was ich von meinem Potpourri hier abfeuere. Aber eine Sache, die würde ich gerne aufgreifen, nämlich wie ein Alltagsgerät, was wir alle benutzen, auch zu einem James-Bond-Gadget werden kann. Und dann die etwas weniger amüsante Komponente davon, wie es wahrscheinlich von der großen bösen Industrie auch tatsächlich so genutzt wird. Das ist zumindest in einem Artikel, den ich gefunden habe. Du meinst aber nicht den Aston Martin, den ich privat fahre. Nicht den Aston Martin, der darfst du gerne weiterfahren. Der ist unbedenklich. Also weiß ich nicht, was so die Steuer dazu sagt oder... Ah ja. Irgendwie wirst du das schon verdient haben. Ne? Gut, aber mal die Spione beiseite gelegt. Was ist sonst so gelaufen bei euch die Woche? Was habt ihr gemacht? Wart ihr irgendwie frisch unterwegs irgendwo? Tendenziell unspektakulär. Also ich war auf einer Messe und so, aber das alles irgendwie nichts Aufregendes. Ja. Ich kann da jetzt gar nicht so drüber reden, weil das ist ja geheim. Ich war im Auslandseinsatz in Kroatien, haben wir gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Ein sehr schönes Kurzwochenende in Istrien und da noch richtig schönes Wetter genossen, so wie sich das für einen echten Spion
gehört mit Sonnenbrille durch die Sonne und dann kommst du wieder hierher und ich weiß nicht, hier ist ja gefühlt dauerhaftes Wechselwetter. Ja, aber wenigstens schifft es jetzt nicht. Ja, gut, halt vor 2 Tagen hat es noch geschifft, aber sei es drum. Ja, 2 Tage her. Ja. Nee, schon, jetzt kommt der Winter in ganz großen Schritten. Ich brauche das nicht. Also ich glaube, ich werde mich demnächst absetzen, so ganz heimlich. Dann müsst ihr das hier ohne mich machen, dann gehe ich undercover irgendwo hin. Aber Spione so insgeheim, das ist ja irgendwie schon, ich meine das ja eben ganz ernst, so ein, eher auch ein Business, was immer so sagenumwoben ist, aber ich glaube auch ein völlig falsches Bild durch Filme vermittelt, wird ein falsches Bild vermittelt im Vergleich dazu, wie der Job wirklich ist. Also ich habe ja auch ein Interview mit einem Ex-Spion der DDR gefunden und der hat dann auch damit aufgeräumt, dass man da halt immer ständig diese spektakulären Einsätze hat, nur schöne Frauen und Alkohol, also dieses James-Bond-Feeling da den ganzen Tag genießt. Tatsächlich ist es, glaube ich, sehr viel Kleinstarbeit, sehr viel Vorbereitungsarbeit, sehr viel auch Schreibtischarbeit tatsächlich. Ich finde, da passt ja der Name des deutschen, der deutschen Agentenvereinigung eigentlich ganz gut mit Bundesnachrichtendienst. Also das ist ja irgendwie schon, klingt ja schon ein bisschen, wie soll ich sagen, biederer und unspektakulärer, sage ich jetzt mal. Ja, der BND, stimmt. Ja, wie heißen denn die anderen? Der MI5 und MI6, der James ist, glaube ich, bei MI5 Inlandsgeheimdienst oder ist es andersrum? MI6 Auslandsgeheimdienst? Also rein technisch ist er ja meistens im Ausland, würde ich jetzt sagen. Wenn MI6, der, ich weiß es gerade. Das eine ist ja eher Abwehr, das eine ist eher Spionieren, das andere ist eher Spionageabwehr, glaube ich. Ne? Da gibt es, glaube ich, die Grundunterscheidung. Ich glaube, die sind jetzt nicht an Ländergrenzen gebunden. Ja. Ja. Aber wo wir das Thema gerade aufmachen, ich hatte, hier bin ich auf einen netten Artikel gestoßen, der generell mal die Agententätigkeit in 2 Bereiche oder in 2 Tätigkeiten aufteilt, nämlich einmal den klassischen James Bond, also den angestellten Spion, der im Auftrag seines jeweiligen Landes, meistens ist es ja ein Land, dann spioniert und irgendwann auch wieder in Ruhestand geht. Und zugleich, was man so ein bisschen unter den Teppich kehrt oder gar nicht auf dem Schirm hat, ist halt den Spion im eigentlichen Sinne, nämlich irgendeine angeheuerte Person, die sozusagen auf jeden Fall am Ende die Arschkarte hat, weil entweder sie landet halt im Leichenschauhaus oder in ihrem eigenen Land im Knast, wenn sie beim Spionieren erwischt wird. Und während der Büroagent, sage ich mal, im Zweifel auch diplomatischen Schutz genießt, ja, meistens kommen die ja so über Diplomatenpässe rein und so weiter, ja, ist der andere halt nicht nur jobmäßig so ein bisschen prekär, sondern sehr gerne auch Narzisst oder sonst wie eine schwierige Persönlichkeit. Also zumindest, wenn man sich mal so die Beispiele der letzten bis zu 100 Jahre anschaut, wo dann wirklich so ganz fragwürdige Typen gerne als Agent arbeiten, die dann, der ein oder andere schreibt dann auch in den Memoiren, die dann irgendwie der Meinung sind, sie hätten den Weltfrieden mit ihrer Tätigkeit gerettet, also relativ narzisstisch da unterwegs sind. Und auch schon mal ihre eigene. Bist du jetzt schon in die Presse eingestiegen? Ich bin in die Presse eingestiegen. Du hast ja mal eine Steilvorlage ganz ungeplant geliefert. Ja, also der Punkt ist, es laufen halt nicht alle wie James Bond rum, sondern ja, der auch im Spionagebusiness gibt es halt so die Amazon-Boten, ja, die einfach gar nicht so coole Jobs haben. So. Ja, so übrige Leben. Ja, es ist, was fallen euch denn so für berühmte Spione aus so der Realität ein, die, also die idealerweise ist ja, also anderes Wort für Spion ist ja Geheimagent und dessen Tätigkeit, wie der Name dann schon sagt, findet ja im Geheimen statt. Das heißt, alle die dann in der Presse bekannt werden, haben entweder ihren Job schlecht gemacht oder aber es hat Ein Ex-Geheimagenten mit einem, wie soll ich sagen, Mitteilungsdrang. Ja. Das kann ja sein, um dann irgendwelche Memoiren oder sonst welche Autobiografien zu befördern. Dann sind das wahrscheinlich aber die Narzissten, während sich die anderen schön in ihrer Villa irgendwo im Süden sonnen.
Ja. Ja, am geilsten sind ja eigentlich die Typen, über die man es bis zum Lebensende maximal mutmaßt, aber halt nicht weiß, die so eine Aura umgibt, da ist doch irgendwas, ja. Aber die das halt nicht offenlegen. Da gibt es ja diesen einen, der seit Jahrzehnten schon für Russland arbeitet und das ist noch gar nicht rausgekommen, das ist dieser Donald, wie heißt der noch? Irgendwas mit T. Duck. Ja, genau der. Duck, ach nee, Trump. Okay. Genau. Nein, ja, bekannte, wie auch immer bekannt gewordene legendäre Spione und Spioninnen sind wahrscheinlich so Mata Hari, Lawrence von Arabien, Markus Wolf aus jüngerer Zeit. Günter Guillaume, glaube ich. Günter Guillaume, ja, solche Leute. Das sind so, das sind jetzt auch so die mir so durch den Kopf gegeistert sind. Ich habe das jetzt auch nicht groß recherchiert, aber das sind so die so präsent sind quasi. Ja, man kann das tatsächlich, wenn wir da dem Ganzen mal auf den Grund gehen wollten, ich war da noch nicht, habe es nur gefunden hier bei der Vorbereitung, in Berlin im Deutschen Spionagemuseum wahrscheinlich sehr gut vertiefen. Sowas gibt es in Berlin. Und da hatte ich auch dieses Interview gefunden mit dem DDR-Doppel-Null-Agenten Nummer 7. Der hat auch zufälligerweise ein Buch geschrieben, Günter Grässler. Nicht zu verwechseln mit Günter Grass. Günter Grass, Günter Grässler, die Steigerung. Günter Grässlich ist der steile Onkel. Günter Grässlich. Steile These. Nein, aber der sehr hat da geil. Eben ein Interview gegeben bei irgendeiner Veranstaltung und hat dann von seiner ganz persönlichen Spionagekarriere berichtet, in der DDR wohlgemerkt, und hat das so ein bisschen da auch entzaubert. Also der war eigentlich Student der Forstwirtschaft und wurde dann von anderen Kommilitonen in der DDR da angeheuert für den Auslandsgeheimdienst. Mhm. Und also er jetzt hier in seinem Fall war tatsächlich dann so eher damit betraut, und das beschreibt er auch als typisches Spionagegeschäft, dass man halt Informanten, also das anbahnt, über einen sehr langen Zeitraum da eine Beziehung aufbaut und eine Vertrauensbasis, und die dann eben für seine Zwecke gewinnt. Also vielleicht sind auch manche der Informanten oder viele der Informanten, gerade von DDR-Geheimdiensten, wussten wahrscheinlich zu Lebzeiten gar nicht, dass sie das sind, dass sie hier quasi spionieren. Mhm. Oder zumindest haben sie es nicht willentlich oder bewusst getan. Und er erzählt hier auch von seinem größten Erfolg mit der Quelle Beck. Der hatte einen Informanten im Innenministerium, im Bonner Innenministerium mit dem Decknamen Beck. Den hat er halt sich zurechtgelegt. Und es hat sicherlich nicht die glamouröste Geheimdienstkarriere in der DDR. Das hat ja auch immer so sehr viel Negatives, aber die sind jetzt auch nicht besser oder schlechter, denke ich mal, als andere Geheimdienste. Ich glaube, und das wollte ich eigentlich sagen, so super romantisch ist das nicht immer, und es ist auch nicht immer so super korrekt, glaube ich, was die machen. Naja gut, das ist halt das Geschäft. Ist so, ne? Also ich denke auch, dass gerade dieses langjährige Aufbauen von oder Platzieren von solchen Personen, die dann quasi die müssen ja auch in den Hierarchien erstmal aufsteigen, Vertrauen von den Personen gewinnen, die dann auch irgendwie Einfluss, Macht und Entscheidungen treffen können. Und das ist natürlich ein langwieriges Geschäft, eben im Geheimen, im Versteckten. Wahrscheinlich ist da auch ganz viel empathische Fähigkeiten oder sonstige Dinge auch ganz wesentlich. Deswegen, also ich glaube, das ist alles, wie soll ich sagen, weit fernab von James Bond. Es geht bestimmt auch mal darum, einem irgendwas gegen ihn zu halten. Ja? Also das mit Sicherheit funktioniert das auch ein bisschen mit so einem Erpressungshebel. Naja, klar. Kann ich mir nicht vorstellen. Sicher. Idealerweise denjenigen oder diejenige immer in so gefühlte ausweglose Situationen bringen, wo dann die Entscheidung immer nur dahin fällt, dass man der Wunsch des in Anführungsstrichen Führenden ist. Wir hatten doch jetzt letztens so wieder so einen spektakulären Spionagefall. War das nicht in der Bundeswehr? So zwei russische Spione, oder zumindest wurden sie angeklagt, für Russland zu spionieren, wo man sich auch fragt, wie kommt man denn da drauf? Also wie kommt man denn dazu, zu so einer Karriere dann? Und für Russland zu spionieren? Ja, also da habe ich mir jetzt so spontan, ich habe die natürlich erstmal zugute gehalten, dass sie wahrscheinlich da rein erpresst wurden oder so, dass die vielleicht, keine Ahnung, ich habe den Fall jetzt nicht näher verfolgt. Ja, aber wahrscheinlich auch, dass man irgendwie sieht, dass der Rubel rollt, würde ich mal sagen. Ich hatte mich zum Beispiel auch gewundert, dass man Aston Martin so ein Lada-Logo vorne drauf hat. Weiß auch nicht, wo das herkommt. Ja, mich wundert es dass du seit
geraumer Zeit immer noch so ein zweites Mikrofon hier mitbringst. Weiß gar nicht, warum brauchst du das denn? Nee, das eigentlich? Ist kein Mikrofon, das ist. Ich steck's wieder weg. Ich hatte ja eben schon hier diese, wir haben jetzt gerade über den klassischen Spion gesprochen, der so ein bisschen kurz gehalten und auch mit irgendwas im Zweifel erpresst wird. Dem wollte ich mal hier auch unserem Gegen-DDR-Freund mal den Richard Sorge gegenüberstellen, der in den 1930ern aktiv war. Und auch der hatte natürlich diese lange Anbahnungszeit vor sich. Ja, der hat sich nämlich an einen deutschen Militärattaché, der später auch Botschafter war, ranschlawenzelt, hat aber nebenher dessen Frau noch gebügelt und ist wohl dafür bekannt, dass er in Tokio mit dem Motorrad rumgeheizt ist. Das ist natürlich der Luxus, den man sozusagen als angestellter Agent genießt, so ein bisschen Narrenfreiheit. Ja, wobei ich mich immer frage, also ich meine, Spionagewissen beschränkt sich weitgehend auf Film und Buchwissen, Literaturwissen. Allerdings gibt es da ja auch bessere und schlechtere, aber vor allem eben auch bessere Bücher gerade und deren Verfilmung von Leuten. Also John le Carré ist ja auch so ein ehemaliger Spion. Das ist, glaube ich, ja ein offenes Geheimnis. Oder zumindest hat er eigene Erfahrung. Und wenn man die Bücher von dem liest, dann denkt man ja auch oft so, ja, wenn du den Weg einmal beschreitest, geht es nicht zwingend so in die Altersteilzeit oder gar in den kompletten Ruhestand. Es sei denn, der ist 6 feet under sozusagen. Ja. Also ja, wäre das eine Karriere, die euch spontan zusagt, Spion? Boah, das stelle ich mir sehr anstrengend vor. Ja, ich auch. Also wäre jetzt, glaube ich, nichts für mich. Ich weiß, ob ich auch als Spion geeignet werde. Ich rede zu viel. Es fällt mir auch schon schwer, den Kindern vorzuenthalten, dass wir die Weihnachtsgeschenke schon haben und welche das sind. Deswegen wäre ich da auch vom Geheimdienst her. Aber so von der langen Vorbereitung bist du eigentlich prädestiniert. Ja. Ich habe noch gar nichts. Wo ist eigentlich der Sommer? Anfang Oktober. Stimmt. Ja. Bei der Vorstellungsrunde sind wir übergangen, dass Herr Sommer mit einem mysteriösen Virus angesteckt wird. Nein, Herr Sommer fällt heute aus. Wollen wir hier keine Geheimnisse lancieren, die gar keine sind. Er hat sich heute krank abgemeldet. Also schöne Grüße an der Stelle an unseren Spion im Ruhestand, oder wie sagt man da? Den Schläfer. Schläfer, genau. Ich glaube, der Begriff Schläfer ist so ein bisschen in Verruf geraucht, ja, genau. Aber auch das ist ja letztendlich so diese Typen, die auf Knopfdruck irgendwo auftauchen, das ist ja auch Teil der Spionage. Ja. Ja, unser Mann in Moskau oder was auch immer. Du musst halt auch als James Bond, musst du halt vor Ort einen haben, der dann seit 50 Tagen Zeitung auf einer Parkbank liest mit so einem Loch in der Mitte und genau im richtigen Moment halt ansprechbar ist. Genau, wenn irgendwie voll in die Presse-Jingle kommt oder so, dann geht's los. Ich meine, wir haben ganz aktuell ja auch die nachrichtendienstliche Arbeit eines eines sehr regen Geheimdienstes namens Mossad, die ja nun wie jetzt vor nicht allzu langer Zeit in der Lage waren, unzählige Pager und so weiter abzufangen von dem Hersteller zu den ihren Gegnern und haben da dann auch entsprechend Sprengsätze implantieren können und haben das dann auch zu einem bestimmten Zeitpunkt über so eine über so einen bestimmten Code dann zur Explosion bringen können. Das ist, ich glaube ja auch diese geheimdienstliche Tätigkeit, die da ganz groß, jetzt ohne das jetzt moralisch zu bewerten, das kann man sicherlich sehr geteilter Meinung darüber sein, aber das ist, glaube ich, so ein Teil des Geschäfts, was dann in der großen Dimension natürlich nur super, super selten irgendwie ist, aber im Kleinen wahrscheinlich immer wieder vorkommt. Also ich muss ehrlich zugeben, dass das hat ja auch Kollateralschäden hervorgehoben, wie es euphemistisch heißt. Ja, wenn dann irgendwas im Supermarkt explodiert, sind ja auch normale Leute unterwegs. Aber ich muss zugeben, dass durch diese ganze Agentenfilm-Vorprogrammierung meine erste Reaktion war, dass das schon eine geile Aktion war.
Ja, aber man ist irgendwie, man ist so sofort in dieser Kino Gedankenwelt. Und im Zweifel ist halt Spionage einfach ein handfestes und am Ende auch dreckiges Geschäft. Naja, klar. Ja. Ja, ich war nur erstaunt, dass das so in dem großen Maße tatsächlich geht. Also ich will das jetzt gar nicht moralisch bewerten, weil ich da keine feste Meinung zu habe, weil ich auch denke, was da gerade passiert, ist, naja, man kann verstehen, wo es herkommt, aber der Umfang, in dem, wie du es nanntest, Kollateralschäden in Kauf genommen werden, den finde ich schon sehr, sehr bedenklich, um es mal vorsichtig zu sagen. Aber deswegen, da wollen wir gar nicht zu tief einsteigen. Ich habe auch nur im ersten Moment gedacht, krass, dass sowas geht heutzutage. Also und dann gleich ein paar Tage später nochmal mit den Walkie-Talkies. Mhm. Also das ist ja tatsächlich etwas, was von ganz langer Hand vorbereitet genau, worden ich hatte ist. In der Presse dazu, ich habe den Artikel jetzt nicht mit, aber da stand irgendwas von mindestens 5 Monate vorher. Also das haben, also das ist dann wirklich, und auch diese Aktion war ja auch nicht spontan, auch die muss ja einen langen Vorlauf gehabt haben, also Grund, die Idee und wie es umgesetzt werden kann und dass man dann die Gelegenheit nutzt, es umzusetzen. Und das ist, glaube ich, auch ein, ja, wie gesagt, also ich bin da ganz bei dir, Prollo, ich fand das am Anfang auch echt spooky, dass das so ging und dass das auch wirklich so funktioniert hat, aber naja, schwieriges Thema. Jo, vielleicht, wo wir schon bei solchen Sachen sind, wir haben ja auch immer ein paar Rubriken. Eine, die beschäftigt sich hiermit. Alleine mit dir, 2 Worte, ein Bier. So, und da hat der, glaube ich, der liebe Beef schon 2 Flaschen, glaube ich. Ich denke, das kann man auch offen sagen, dass wir durch die hohe Arbeitsbelastung am Brückentag auch einfach schon 1-2 Pullen geöffnet haben. Was ja sonst nicht die schon leer sind. Aber ich wollte sie nicht unerwähnt lassen, weil das ist Lauterbacher Bier. Lauterbacher, und da steht aber bayerischer Biergenuss. Das erstaunt mich ein wenig, denn Lauterbach kenne ich eigentlich, ich glaube, in Hessen gibt es auch einen Lauterbach, weil genau. Da ist nämlich mein kleiner Bruder geboren, tatsächlich genau. In Lauterbach. Aber hier steht jetzt Lauterbacher bayerischer Biergenuss. Also genau, das ist aus der Nähe von Augsburg, dem jetzt auch, ich habe hier auch noch einen Lauterbacher, das ist ein Naturhell. Du hast, glaube ich, ein Bierzelt oder Brotzelt. Ich habe ein helles Brotzelt. Brotzelt und Bierzelt sind ja auch genau. 2 Welten. Das Lauterbach, also da gibt es wohl bei Augsburg noch ein ja, das kommt aus, also wie gesagt, aus der Augsburger Ecke. Genau, das Lauterbach, was du meinst, das ist im, ich glaube, im Vogelsberg. Mhm. Und da gibt's, kenne ich noch, den Lauterbacher Strolch. Das ist jetzt genau. Nicht dein Bruder, sondern ein Käse. Und ja. Also insofern, wie gesagt, aber das führt jetzt, glaube ich, den zu weit. Den könnte man ja auch mal hier in die Sendung holen. Den aber dann bitte nicht in meinem Kellerstudio also hier. Also das machen wir dann bei dir. Eiern. Können wir das, nee, glaube ich, alles ist, vertragen. Nee, also der hat das, auf dem Logo, meine ich mich zu entsinnen, ist so ein, also ein gezeichneter Junge mit so einem roten Socken. Kann das sein? Mhm. Ja, ne? Ich mein, und das war der Lauterbacher Strolch, wenn ich mich recht entsinne. Ob das noch so ist, weiß ich nicht. Die Erinnerung ist ein bisschen älter. Hier auf dem Cover ist ein Kerl mit einem großen Weißbierglas in einer roten Weste und einem Hut. Wie ihn einst Frank Sinatra trug, also wahrscheinlich so ein bayerischer, ich weiß nicht, Gamsbarthut, den korrekten Begriff kenne ich nicht, aber so das Bier ist sehr, sehr süffig. So ein Filzhut ist das. Ja, so Filzgedöns, genau. Was jetzt wahrscheinlich gerade Hochkonjunktur hat in München. Mit Sicherheit, ja, genau. Ja. Münchner Filz. Ach nee, das war so was anderes. Aber das wollte ich noch erwähnen, das ist lecker schon zum Einstieg hier, haben wir gleich 2 Flaschen schon. Genau, und wir haben hier gekillt. Die dritte schon geöffnet, da bist du noch ein bisschen hinterher, aber da sind der Prollo und ich schon einen Schritt weiter. Das ist dann noch ein Bergbier, das ist sogar Bio, das ist aus dem Wirtshaus Berg seit 1488, also auch schon was älter. Das kommt von der Schwäbischen Alb. Hm. Hey, jo. Genau. Lecker, lecker, lecker. Das ist übrigens auch lecker. Das kann man auch sehr gut trinken. Also wenn du dann mal nachholst und dein anderes da abgestandenes Bier weggetrunken hast. Schön ist auch, dass da draufsteht Bottichgärung. Ja, das klingt hervorragend. Bottichgärung. Genau, da wurde Alter. Vorher, also die ganze Familie wurde da geschrubbt drin und dann. Ja, dann schön aus dem Bauchnabel. Genau. Die Bakterien. Die Hefe gezüchtet. Ja.
Herrlich. Aber hier, das ist das anderes, auch ohne Gentechnik, vegan, und du kannst nicht schwanger werden davon, oder wie verstehe ich das? Ich glaube, das heißt ja, du sollst es nicht trinken, wenn du schwanger bist. Aber, ach so. Genau, aber vegan sind, glaube ich, erstmal alle Biere. Ja, also das darf man dem Söder nicht sagen, aber ich glaube, ja, vegan sind sie alle. Werden die Biere nicht durch so eine Schweinesocke geschickt? Nee, das ist der Wein. Ne? Das ist der Wein, ja, deswegen genau. Trinke ich sowas auch nicht. Genau. Ekelhaft, das Zeug. Also wo wir schon bei Söder sind. Schweinesocke, was ist eine Schweinesocke? Söder, was? Schweinesocke? Ja, Schweinesocke, Söder, jetzt mach mir nicht die Überleitung kaputt. Ich habe gedacht, das ist der perfekte Einstieg in unsere Rubrik Good News und Bad News. I got good news and bad news, girls. The good news is your dates are here. What's the bad news? They're dead. Shit. Genau. Tod ist hier auch das Beispiel für die Bad News, mit denen würde ich jetzt gleich mal einsteigen, weil das ist ein Aufreger, den ich dieser Tage in meine Shortlist hier gelegt habe, denn es ist so ein generelles Thema, was mir zunehmend auf den Sack geht, auf den nicht veganen Sack, nämlich diese ganze, wie soll ich das sagen, diese ganze Husch-Husch-Husch und Schi-Schi-Schi, man nennt das auch Vogue-Geschichte. Und bevor ich da jetzt richtig einsteige, wollte ich euch mal fragen, wisst ihr noch, was für ein Tiersymbol ihr im Kindergarten wart? Alternativ könnt ihr eins eurer Kinder wählen. Schmetterling war ich. Schmetterling? Erdbeere. Erdbeere? Ja. Wie süß. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Wahrscheinlich bin ich traumatisiert. Ich kann nur sagen, mein kleiner Sohn, der ist Pinguin. Und ich finde das irgendwie ganz süß. Mhm. Und jetzt kommt in Wien... Will man jetzt diese Kindergartensymbole abschaffen? Also jeder kennt es, glaube ich, der mal Kind war oder im Kindergarten ein eigenes Kind schon mal hatte. Das Stecken an den Jackenhaken und da, wo die Gummistiefel hängen, kleben dann meistens, also in vielen Kitas sind es Tiere oder auch gerne mal Obst oder generelle Symbole wie Sonne und sonst was, Sonne, Mond und Sterne. Und das soll jetzt abgeschafft werden. Und darüber regt sich zwei echte Qualitätsblätter eigentlich regen sich darüber auf. Und ich, nämlich die Krone-Zeitung in Österreich, von der dann die Bild-Zeitung wiederum abgeschrieben hat. Das kann da die gut Krone tatsächlich für ihre Publikation Geld verlangt, Achtung, muss ich jetzt Niveau. Die Bild-Zeitung hier referenzieren. Aber das ist ja egal. Aber es ist schön, dass für die Leser auch nochmal Wien in Klammern Österreich im Teaser steht. Ja, und dann nochmal in Komma das Alter am besten. Aber nein, die schreiben hier, und mehr muss man eigentlich gar nicht vorlesen, erst wird in vielen Kindergärten der Muttertag abgeschafft, weil er angeblich nicht mehr zeitgemäß sei. Jetzt soll es den niedlichen Bildern an den Kragen gehen. Na, das hätten sie besser schreiben können. Und ja, da regen sich dann drüber auf, warum, wieso, weshalb soll es gemacht werden, weil sich die Kinder das häufig nicht selber aussuchen. Das gibt aber auch andere Beispiele, da dürfen die Kinder sich das sehr wohl aussuchen. Und weil sie sich dann vielleicht auch mit sowas wie einem Pilz nicht identifizieren können. Das ist jetzt hier in dem Beispiel, sind es eher solche Pilz und keine Ahnung, Apfel und so ein Kram. Pilz und Korn und so. Pilz, Korn, Helles. Das wäre doch mal eine Lösung. Ja, also ich muss gestehen, ich finde es scheiße, dass alles immer so gleich gemacht wird. Alles, also letztens habe ich auch, jetzt bei der, wir hatten ja auch die Olympiasendung, ne? Referenziell muss man sagen, selbstreferenziell Folge 105 war es, glaube ich. Und jetzt wird Ursachenforschung betrieben, warum wir denn so schlecht bei Olympia abgeschnitten haben. Und da wird dann gesagt, zum einen, und das ist wirklich wahr, die Schulen müssen keine Bundesjugendspiele mehr machen. Das ist freigestellt. Viele Schulen, wie auch die Schule meiner Kinder haben es abgeschafft, die Bundesjugendspiele, wegen dieses Leistungsdrucks. Und dann gibt es auch noch viele Varianten, wo sie dann kriegt quasi jeder eine Ehrenurkunde. Also es gibt keine Urkunden mehr, es gibt keine Platzierung mehr. Also beide Varianten hätten mir so manche Demütigung erspart, würde ich mal sagen. Das kann ja sein, aber aus dir ist trotzdem ganz passabler junger Mann geworden, will ich mal so sagen. Und du gehst auch durchaus selbstbewusst durchs Leben. Ich finde es zunehmend bedenklich, was hier alles gleichgeschaltet wird. Ja, also ich, jetzt unabhängig davon, da würde ich gleich noch eine Frage zu stellen, aber um dich nochmal auf dich zurückzukommen, Prollo. Ich glaube tatsächlich, gerade
Niederlagenformen einen Charakter durchaus positiv. Also das darf nicht zu viel sein, aber verlieren lernen, also gewinnen ist tatsächlich einfacher als verlieren können. Und verlieren können muss man im Leben, weil man steckt immer mal ein. Also einer, der immer gewinnt, oder eine, ist jetzt egal, aber den oder die gibt es nicht. Und deswegen finde ich gerade das unfassbar wichtig. Und wenn ich mit diesem Bundesjugendspielen, das gibt es ja schon länger irgendwie, das Thema, dass da jetzt irgendwie der Druck nicht mehr so da ist. Und ich finde, das kann man ja, man kann es ja positiv auch formulieren. Also, dass ja durchaus ein Leistungsanreiz geboten wird, dass man sich dann doch nochmal reinhängt und so weiter und so fort. Das muss nicht immer nur Konkurrenzgedanke sein. Und ich finde, ehrlich gesagt, also, ich kenne das noch aus meiner Jugend und da ist die Arschlochquote nicht höher als woanders. Also deswegen finde ich das irgendwie ein bisschen schwierig. Was ich zu dem Artikel nochmal, was du jetzt da gesagt hattest, durch was sollen sie denn ersetzt werden? Zahlen oder Buchstaben oder die Vornamen, die die Kinder noch nicht lesen können oder was auch immer? Memes. Emojis. Ja, Emojis ist ja auch ganz gefährlich. Stimmt. Also, ja, immer das gleiche Emoji. Das haben alle das gleiche Emoji. Das heißt, da ist jeden Tag Klamotten- und Jackentausch und Gummistiefeltausch. Ist doch super. Ja, man will hin zu einer neuen Art der Kennzeichnung, Mischformen aus Namen mit Foto, was ganz Progressives. Könnte natürlich jetzt sein, dass so manches Kind durch sein Kindheitsfoto noch mehr traumatisiert wird, als durch irgendwie einen süßen kleinen Frosch. Mhm. Aber oder dass man eben auch, und das finde ich eigentlich, das wäre für mich wirklich so ein Kompromiss, dass man halt, das ist aber nicht in Wien, aber wird eben teilweise so gemacht, dass man sich die Kinder das einfach aussuchen lässt. Sollen sie doch einfach auswählen. Eine Riesenkiste, wo alles doppelt und dreifach drin ist. Und also nicht doppelt und dreifach, aber wo die genug Auswahl haben. Und dann kann der eine irgendwie ein Fußball sein und der andere kann ein Frosch sein. Und wenn einer ein Pilz sein will, ist er halt ein Pilz. Genau. Und das, glaube ich, da kann man auch direkt Konflikt lernen und Konfliktlösungen finden, wenn sie sich nämlich um den Pilz kloppen. Und ist doch super. Ja. Also ich finde, ganz ehrlich, ich finde das auch affig. Also es wird halt zu viel. Also ich glaube, das Problem ist hier, dass zu viel weggenommen wird von den Kindern. Also das ist dann so ein bisschen so ein bisschen wie Curling. Also dass die ganze Zeit die Kinder sollen quasi die Welt entdecken, aber alle schrubben vorher den Weg. Und das ist scheiße, ganz ehrlich. Was soll so eine Kacke? Also ich finde es auch scheiße. Ich finde das irgendwie spießer. Man kann das nicht zuordnen, sondern ich weiß auch bei dem Kindergarten meiner Kinder, da gab es einfach, die konnten sie es auch aussuchen und da wurde das nicht irgendwie definiert und dann ist das doch gut. Ja, die Bild-Zeitung, die bringt es natürlich wie immer auf den Punkt, indem sie einen berühmten Wiener Schauspieler vom Wiener Burgtheater zitiert, Louis de Funès. Die ganze Welt wird wahnsinnig und ich werde es, glaube ich, langsam auch. Dem kann ich mich tatsächlich manchmal anschließen. Louis de Funès wäre ja auch mal eine Sendung wert. Ja, der wäre auch, ja. Da, wo schlechte Nachrichten sind, sind bei uns natürlich auch immer gute Nachrichten. Und für die guten Nachrichten hat der Prollo heute mal sich über die Grenzen gewagt. Ja, über die Grenzen tatsächlich. Ich sage eigentlich nur das Stichwort Ukraine. Den Rest ersparen wir uns, sonst ist die Stimmung wieder im Keller. Und wer sich erinnert, Juni 23 letztes Jahr wurde ein Staudamm zerstört von Putins Schergen, der sozusagen der Anfang eines unfassbar großen Sees war, der auch, also der See ist größer als Berlin, Hamburg und Bremen zusammen, so fürs Verhältnis. Und der komplette See ist halt ausgelaufen. Das so viel das Scheißthema. Und jetzt kommen wir zum guten Thema. Üblicherweise wird ja immer verglichen, das ist so groß wie das Saarland. Also das ist jetzt in dem Fall nicht so. Also der war kleiner als das Saarland, aber größer als Hamburg, Berlin und was war es noch? Frankfurt? Nee, Leverkusen? Thüringen. Nee, nein, Berlin, Hamburg, Bremen. Oder auch zwei Drittel Saarland oder auch 840.000 Fußballfelder. Ich weiß es nicht. Sorry. Jedenfalls soweit die Scheiße. Nun muss man allerdings dazu sagen, dass dieser Staudamm in den 50ern gebaut wurde, wo man es mit Umweltschutz ja nicht so hatte, sodass eigentlich ein sehr schöner Landstrich unter Wasser war. Und jetzt, wo dieser Staudamm, der Artikel hier ist von September, Anfang September,
also über ein Jahr lang trocken liegt, kommen da echt ich lese mal vor, in diesem Auenwald leben Wildschweine, Hasen, Füchse und Fasane. Da wird jetzt hier ein Ökologe zitiert, der natürlich auf solche durchaus Katastrophen, wie man es ja auch nennen muss, auch einen anderen Blick hat. Da kommt jedenfalls eine unfassbar reiche Pflanzen- und auch Tierwelt wieder zum Vorschein und breitet sich da aus, die halt einfach bisher unterm Wasser war. So, nun haben wir also die etwas paradoxe Situation, dass die Anwohner kein Trinkwasser haben, weil das auch im Wesentlichen aus dem Staudamm gespeist wurde. Und zugleich lebt halt in diesem Gebiet die komplette Natur wieder auf. Und es gibt jetzt, da schließt sich dieser Ökologe auch an, durchaus das Drängen, dass man diesen Stausee nicht einfach wieder aufbaut, sondern für die Wasserversorgung eher Alternativen, die jetzt heutzutage möglich sind, so wie kleinere Wasserreservoire anlegt. Und das finde ich eigentlich so die gute Nachricht in der schlechten, dass eben die Natur sich so ein Gebiet, das durch einen Staudamm ja durchaus auch zerstört wurde, zurückholt und zwar in einer unfassbar schnellen Zeit. Also Putin als Naturschützer. Ja, ich meine Freunde vom Bündnis Sarah Wagenrad haben es immer gewusst. Die haben das auch immer gewusst. Deswegen haben die auch diese Sonnenblume als Parteilogo. Mhm, ja. Ich schweife ab. Ja. Nee, also was du ja eigentlich sagen willst, ist, dass es sozusagen das ist eigentlich schon wieder so fast fatalistisch, dass egal welche Scheiße wir hier bauen, auf der Erde am Ende holt sich die Natur das, was wir da hinterlassen, die wahrscheinlich Natur wieder wird zurück. Uns auch, also die Natur in Gänze wird uns auch definitiv überleben. Also ich glaube, die Menschen, die werden sich über kurz oder lang selber zur Strecke bringen mit all dem und dann wird es vielleicht einen Knall geben oder irgendwas, aber es wird immer Lebensformen geben und Natur, die damit dann auch umgehen kann. Also vieles wird kaputt gehen und manches entsteht ja dann erst. Also das ist so, wir empfinden das teilweise als Bedrohung, aber das ist ja das Geile eigentlich, auch an der Natur, dass sie sich an so viele Sachen anpassen kann und darauf dann irgendwelche Antworten findet. Ob die jetzt für uns besonders vorteilhaft sind, ist ja das eine. Ja, während im Vorgarten noch das Unkraut zwischen den Betonplatten weggeflemmt wird, ist die Natur schon einen Schritt weiter. Ja. Naja. Ich werde hier fragend angeguckt, aber trink doch noch ein Bier. Ja, ich glaube, es ist besser. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich würde sagen, wir schließen unsere allseits beliebte Rubrik Good News und Bad News damit ab. Heute mal ein bisschen weniger emotional vielleicht als sonst, wenn Herr Sammer sich selbst betroffene Nachrichten schickt. An der Stelle wieder für uns nochmal, wir machen das jetzt alle Viertelstunde, schöne Grüße. Wir schicken ihm eine betroffene Nachricht. Also ich muss in eigener Sache tatsächlich sagen, dass mir das durchaus zugute kommt, wenn wir einfach erst nach Beginn des Podcasts anfangen zu trinken. Ja, das merke ich auch immer, dass es hinten raus, also bei mir selbst, tatsächlich etwas schwieriger wird, gerade auszusprechen. Heute habe ich das Problem von Anfang an, aber wir haben ja auch von Anfang an hier das Bier aufgemacht. Also ja, so eine Art verbaler Bierschiss eben. Sagt auch nochmal einer Söder von euch. Söder. Ach, das ist schön. Da liefert er mir eine gute Überleitung. Also ich hätte jetzt hier was zu den 10 Top 10 Bond-Bösewichtern. Und da dachte ich, ist das vielleicht eine gelungene Überleitung. Was ist denn aus eurer Sicht, habt ihr Erinnerungen an bestimmte Bösewichter, die in den Bond-Filmen waren? Also ich habe hier eine Liste aus 10, die habe ich jetzt nicht erstellt, sondern die ist in dem Fall von serienjunkies.de. Ich kann da aber einigermaßen mit d'accord gehen. Also haben die eine Top-10-Liste erstellt? Die haben eine Top-10-Liste erstellt. Oder einfach eine Aufzählung? Nee, die haben Top-10-Liste erstellt, quasi aus ihrer Sicht, welche so die Top-10-Bösewichter der verschiedensten Bond-Filme aus allen Äras waren. Frag mich doch mal, welcher mein Lieblingsbösewicht ist. Hier, ich frage dich jetzt mal, was ist denn zum Beispiel dein Lieblingsbösewicht? Der hier. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. Goldfinger ist definitiv meine Nummer 1. Okay. Gerd Fröbe. Die auch? Dr. Evil ist jetzt aus einem anderen Franchise. Also möglicherweise Dr. Evil. Schade eigentlich. Also das ist definitiv aber mein Favorit. Okay, das ist. Es gibt also ein paar richtig coole und ich glaube hier Dr. Evil ist das Austin Powers, der hier der glatzköpfige
oder das glatzköpfige Vorbild ist Blofeld, vermutlich. Er ist ja Ernst Blofeld. Genau, Blofeld, genau. Also ich muss sagen, also jetzt, da mein Favorit auch Gerd Fröbe ist als Goldfinger, haben zwei von drei hier am Tisch Ahnung. Und und das ist tatsächlich auch bei den Serienjunkies die Nummer eins. Juhu, Gerd Fröbe als Auric Goldfinger ist auch einer der coolsten Bond-Filme schlechthin, Goldfinger. Absolut. Das ist so mit geil. Wie heißt der Japaner mit dem Hut noch, der da immer, der wirft diesen Hut und bricht ja dann auch so ein Bond-Girl das Genick damit. Ja, ich würde ihn jetzt mal pauschal als Asiate bezeichnen, weil ich weiß gar nicht, wo der jetzt im Einzelnen herkommt oder ob das jemals aufgelöst wird. Wer ist denn von euch, okay, also ich weiß jetzt tatsächlich auch nicht, ich müsste mal nachschlagen, wer der ist, aber wer ist denn, also hier die Nummer zwei, damit kann ich auch völlig d'accord gehen, wer ist denn bei euch noch so an den James-Bond-Bösewichtern noch so hängen geblieben quasi, wenn ich so, also in meiner, in Anführungsstrichen, wo ich so die ersten Bond-Filme gesehen habe, das waren so vor allen Dingen die Roger Moore-Filme. Die finde ich ja bescheuert, muss ich gestehen. Ich liebe Sean Connery, ja. Roger Moore war so Klamauk, so 70er Jahre. Ja, durchaus aber gelungen. Aber wie gesagt, hier ist, also der Bond-Bösewicht, den finde ich großartig, heißt im Original wie später auch ein sehr erfolgreicher Blockbuster. Auf Deutsch heißt er ganz anders tatsächlich. Also, heißt nicht der Film auch danach dem? Oder? Nee. Also der Schauspieler heißt Richard Kiel. Vielleicht hilft euch das. Kiel wie die Stadt übrigens, nicht mit Doppel-E, sondern ist ein Brite, glaube ich, müsste jetzt lügen. Aber nicht der Beißer da, oder? Doch, Beißer ist das. Ja, also der heißt, im Original heißt der Jaws. Und, Jaws, genau. Und also wie der weiße Hai quasi. Dann aber der Film, also ja. Genau. Und, aber der ist ja gar nicht der Hauptbösewicht, sondern nur der Service. Er ist der Sidekick und der Handlanger quasi, das ist richtig. Aber er ist, wie ganz wenige, ist in zwei Filmen aufgetreten. Also tatsächlich ist er, also er war erstmal. Auch wie Jaws eigentlich. War das, gab es gerade mehr. Noch mehr. was ich faszinierend finde, also der Schauspieler Richard Kiel ist 2,17 Meter groß, also das ist schon mal imposant. Da gibt es auch großartige Szenen, wo Roger Moore dann wirklich so in Würgegriff nimmt und reicht ihm wirklich nur bis zu den Brustwarzen. Großartig. Und dann hat er halt dieses Stahlgebiss irgendwie, was er da so wo er alles mögliche mit durchbeißt, Stahlseile und allen Krempel. Und das fand ich jetzt auch noch Fun Fact so nebenbei, steht hier bei den Dreharbeiten, konnte Kiel das schmerzhafte Gebiss nur maximal 35 Sekunden tragen. Hm. Also die Szenen mussten schnell gedreht werden, irgendwie. Sehr geil. Ich wollte gerade nochmal auflösen hier: der Handlanger vom Goldfinger, der heißt Oddjob. Oddjob. Okay, und der Schauspieler heißt Toshiyuki Sakata, klingt tatsächlich japanisch, aber er ist tatsächlich aus Hawaii, also ein Amerikaner. Okay. So, Spitzname Harold. Dann, wer denn, also bei den Serienjunkies auf Platz 3, irgendeine Idee? Das ist aber jemand aus einem aktuelleren James Spectre. Bond. Also Klaus-Maria Brandauer, wen spielt der? Spectre oder wie heißt der da? Klaus-Maria Brandauer spielt ja in einem der Filme, die ja gar nicht offiziell gezählt werden. Das ist, Sag niemals nie. Genau, den gibt es ja zweimal, die Story. Genau, und ja, es gibt mehrere Storys zweimal. Also es gibt eine Story sogar dreimal, da komme ich gleich noch drauf. Und der spielt bei diesem Sag niemals nie. Da, und das ist also die amerikanische Film, wo Sean Connery nach langer James-Bond-Abstinenz ja nochmal quasi mitgespielt hat als James Bond. Und das war die Variante, weil da die Rechte irgendwie nicht bei der Broccoli-Gruppe liegen, sondern die heißen wirklich so. Und genau, und deswegen konnten die diesen einen drehen dann irgendwie. Da spielt Klaus-Maria Brandauer, Kim Basinger spielt da, glaube ich, auch mit. Ja. Egal. Also nee, aber das ist jetzt hier nicht der Fall. Also der ist, Klaus-Maria Brandauer kommt hier gar nicht vor. Die haben hier als dritten, aus Skyfall, ist, ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig ausspreche, Javier Bardem. Der
also sagen halt, der verkörpert den Silva, Charakter Silva, ist nicht nur ein Cyber, ein hochintelligenter Cyber-Terrorist, sondern er rückt den britischen Superagenten auch ganz persönlich auf die Pelle und das im wahrsten Sinn des Wortes. Wie Bardem da mit einer ganz speziellen Attitüde seinem Gegenüber mit sexuellen Zweideutigkeiten bedroht, sucht im Bond-Universum definitiv seinesgleichen. Also bei mir ist nicht so hängen geblieben, muss ich sagen. Der Spanier ist einfach die beste Wahl, wenn es darum geht, fiese Widersacher mit gewöhnungsbedürftigen Frisuren zu besetzen. Das glaube ich sofort. Javier Bardem hat doch auch, hat er nicht auch diesen Typen, diesen Killer gespielt, der mit einer Druckluft No Country for Old Men. Country for Old Men. Also ein die unglaublich perfider Charakter. Sehr geil. Genau. So kein Projektil und nix siehst, weil einfach nur die Luft die Leute, den Leuten das Gehirn rausbläst. Also das ist, da hat er, ist ja bei mir wirklich hängen geblieben, beim James Bond jetzt so in der Rolle gar nicht. Ja, ich fand den schon auch cool da irgendwie. Also genau, dann habe ich jetzt auf Platz 4, ich will jetzt gar nicht mehr alle durchgehen, ich werde dann gleich im Zeitraffer, aber Platz 4 würde ich nochmal sagen, weil... Wo ist denn der Blofeld? Ist der nicht? Naja, kommt noch später. Also, es geht ja eher so um die Schauspieler hier auch. Also gar nicht um die Rolle. Blofeld wurde ja von verschiedensten Schauspielern auch verkörpert. Ich dachte, also, okay, das musst du doch dazu sagen. Genau. Mann. Ah, Mann. Das muss man mir sagen. Also, Nummer 4 ja. Ist zum ersten Mal eine Frau als Gegenspielerin. Nicht zum ersten Mal im Sinne eines Bond-Universums, aber hier wird, das ist die bekannteste Frau. Irgendeine Idee? Tja. Ist ein Pierce Brosnan, James Bond. Also auch schon ein bisschen her, aber noch nicht so ultra alt. Ich wollte ja sagen Tina Turner, aber die hat, glaube ich, nur das Lied gesungen. Ja, Tina Turner hat nur die Einlage gemacht. Sehr gut übrigens. Tina Turner hat ein Lied für James Bond. GoldenEye. GoldenEye. Das ist stimmt. Ja, okay. GoldenEye. Ich war jetzt gerade bei hier Mad Max. Aber das ist mir gestern Abend noch passend angehört. Ja. Ist aber auch eine ganz bekannte französische Schauspielerin. Vanessa Paradis. Nein, sie ist mit La Boom bekannt geworden. Ist das nicht Vanessa Paradis? Nein, da war Vanessa Paradis, glaube ich, noch gar nicht geboren. La Boom? Ja. Ach, Sophie Marceau. So, ich verwechsel die immer, sorry. Sensationell. Die haben beide so dieses französische... Großartig. Die haben beide so französische Namen. Zumal sie französisch sind, das ist ja... Nein, das sind so diese Grund. Französischen, die schon als Kinder ja eigentlich total berühmt diese Jean-Marie Le Pen, ja, diese Französin, echt. Vanessa Paradis und Sophie Marceau haben beide schon als Jugendliche waren die schon so diese, verkörperten die schon diese französischen Mademoiselles. Genau, das ist sehr richtig und Sophie Marceau war ja auch als sie La Boom gedreht haben, war die, glaube ich, auch noch relativ jung, also zumindest noch Teenager. Genau, sie spielt ja hier gegen als Elektra King quasi. Ja. Und genau, und ist tatsächlich mit allen Wassern gewaschen und auch einer der bekanntesten weiblichen Bösewichte. Zumal es aber nicht so viele gab. Also oft waren ja Frauen in Anführungsstrichen nur so eine Art Sidekick oder, oder Bond-Girl. Bond-Girl. Apropos, welches ist denn euer Lieblings-Bond-Girl? Spontan. Puh. Also das ist schwierig zu sagen. Also ich fand Diana Rigg fand ich ziemlich cool damals. Aber das ist auch schon, die ist in den 60ern unterwegs gewesen. Aber ich fand Halle Berry gut. Ja. Ja. Gut. Sind nicht besetzt worden, weil sie irgendwie Mauerblümchen waren. Jetzt kommt auf Platz 5 kommt ein Stavro Blofeld. Ernst Stavro Blofeld und mit der weißen Katze. Der kommt in vielen verschiedenen Filmen vor, also super Bösewicht, der so drüber ist. Also den würde ich jetzt weniger als Bösewicht im Sinne von aktives Eingreifen, sondern immer nur so im Hintergrund den Strippenzieher so quasi definieren. Ne? Und der wurde von Max von Sydow gespielt, von Telly Savalas, von Donald Pleasence und von Charles Grey. Das sind so die, und später dann halt auch noch von wen hatten wir eben noch? Den Österreicher. Christoph Waltz, so, jetzt haben wir es. Ja. Genau. Dann haben sie hier noch, hier Oddjob, das ist er, Harald Sakata, den haben sie auch in der Liste drin. Dann haben sie noch drin den Jafet Kotto und den ich jetzt ein bisschen weiter oben angesiedelt hätte, ist tatsächlich Christopher Lee quasi. Der hat ja bei der Mann mit dem goldenen Colt den Bösewicht gespielt quasi und auch da in
mit Nick Nack zusammen. Das ist quasi der Handlanger von Scaramanga, der dann auch mit Erdnüssen und Pistolen und so weiter ummontiert hat und eher so ein bisschen für die Komik war. Das war aber auch so ein Roger Moore gegen Bösewicht und genau. Das, genau. Was ich ja selber sagen kann, weil ich da auch schon war, ist, es gibt ja auch die James Bond Island in Thailand. Die ist, da sind auch bekannte Szenen gedreht worden, so ein Duell mit den beiden. Und wenn man das Bild dieser Insel im Hintergrund sieht, dann denkt man sofort an diese Szene. Ist tatsächlich ikonisch, ist ziemlich cool. Ja. Ich habe später noch einen kleinen, und das machen wir wahrscheinlich gemeinsam, weil wir das alle haben, so einen kleinen Fun-Fact-Teil. Ja. Vorbereitet über James Bond Filme und nur mal jetzt als Teaser, weil ich das hier gerade in der Wikipedia über Harold Sakata lese und der Prollo weiß das schon, was heißt eigentlich Oddjob? Das weiß ich nicht. Das ist witzig, das, also wusste ich auch nicht, dachte, also, das ist einfach ein Eigenname, also aber das heißt wohl Gelegenheitsarbeit. Ach, cool. Ein Oddjob. Ja. Das finde ich geil. Der Typ Oddjob, der macht so die Oddjobs, die schrägen Jobs. Ja, halt mal einem das Genick brechen und so. Bei meiner klassischen Erwerbsbiografie ist mir das gar nicht aufgefallen. Also, ihr habt schon wieder die nächste Flasche. Ich bin noch hier noch bei dem Berg. Der Handlanger. Jetzt haben wir hier noch das Riekendorfer. Das ist auch sehr besonders. Müssen wir auch trinken, weil das abgelaufen. Schlösser. Aber genau. Ja, ich finde, gut, das ist natürlich jetzt auch in der sowohl in der Literatur als auch in Filmen sind natürlich so sprechende Namen von Nebenfiguren oder Bösewichtern ist natürlich schon auch irgendwie. Mhm. Also ich meine, jetzt eben bei den Frauennamen, also Elektra King ist jetzt ja auch nicht so ein ganz klassischer Name, den man jetzt irgendwie ständig. Das klingt eigentlich, als ob sich das ein Kind ausgedacht hätte. Ich bin Elektra King. Also das ist so Marvel, eigentlich so Marvel Quality, würde ich sagen. So wie aber Elektrik genau. Bertrand, geil. Auch ein genau. Franzose. Genau. Gut. Nicknack ist jetzt auch kein Geburtsname. Okay. Ja, sehr schön. Aber ich dachte, das dachte ich mal, wie gesagt, da ihr mir das Stichwort geliefert habt. Dann ist super mit dem Bösewichtern. Sehr schön. Also ich merke, ich habe bislang keine Bond-Filme mehr geguckt. Ich bin so ein bisschen raus. Ich habe hier auch irgendwo noch Bond-Literatur. Mhm. Aber ich habe schon vor der, obwohl ich mich total auf diese Sendung gefreut habe, habe ich vor der Sendung schon gestanden, dass ich leider mich nicht so top vorbereitet habe, wie ich das gerne gemacht hätte. Ich habe, was mir jetzt im Nachhinein erst klar wird, einen guten Teil der älteren Bond-Filme auch so eher im Fernsehen geguckt, ja, auf den sogenannten Bums-Sendern, wo die dann in der 100. Wiederholung liefen, aber immer nur so stückweise, sodass ich jetzt gar nicht auswendig sagen könnte, wo der eine Bond-Film anfängt und der andere aufhört, weil die vom Style ja doch über die Jahre recht identisch geblieben sind. Und wenn sie halt viermal oder fünfmal durch Werbung zerhackt werden, dann verliert man auch völlig den Faden. Und das ist ja wieder das Hauptargument, was gegen diese ganzen Bums-Sender spricht. Dass man einfach diese werbeunterbrochene Scheiße einfach weglassen kann. Einfach vergessen. Ja. Einfach keine Bums-Sender gucken. Wir hatten ja nichts. Ja. Also werbeunterbrochenes. Also das Internet reichte gerade so, um sich vielleicht ein, zwei Musikstücke runterzuladen. Nee, also dann gab es ja früher noch, also die Älteren unter uns werden sich erinnern, noch Videotheken, wo man sich solche Videokassetten ausleihen konnte, da gab's später bei uns dann im, DVDs. Da gab es bei uns im Dorf nur eine und die war ab 18 pauschal. Eine war nicht DVD so groß. Oder was? Die war nicht so groß, da war der Vorhang direkt am Eingang. Achso, eine Videothek, ich dachte, es gab nur eine DVD. Also das ist oder Videokassette. Das ist, Video 2000 oder Betamax. Na, egal, führt uns jetzt zu weit. Aber das hat Ben jetzt die nötige Zeit verschafft, sich nochmal ein weiteres Highlight hier rauszusuchen. Mal ein bisschen Tiefenrecherche. Ja, ich habe jetzt nur gerade, weil ich die ganze Zeit darüber nachdenken muss, ob unser Intro oder mein Intro, was wir aber vorher besprochen haben, überhaupt richtig war. Und es war nicht richtig. Ich habe gesagt, wir sind gerührt und nicht geschüttelt. Der James trinkt sein Martini, aber geschüttelt und nicht gerührt. Und das dann war dann falsch. Habe ich hier bei SWR Wissen, und ich glaube, diese Geschichte habe ich schon mal irgendwo in einem unserer Folgen untergebracht, recherchiert, also, warum eigentlich? Warum trinkt er den geschüttelt und nicht gerührt? Das betrifft jetzt aber nur diejenigen, die ihren Martini nicht aus dem Aldi holen.
Martinov oder wie der dann heißt. So, dann Martinov ist Aldi Ost, ne? Ja. Gut, man muss jetzt dazu in die Chemie eintauchen, ein bisschen von so einem Wodka-Martini. Und da schreiben die hier, dass da Geschmacksmoleküle oder verschiedene Teilchen drin sind. Und die Geschmacksmoleküle sind die großen Teilchen und die Alkoholmoleküle sind die kleinen Teilchen. Und wenn man das jetzt, dieses Gemisch aus großen und kleinen Teilen schüttelt, sorgt der sogenannte Paranuss, nicht zu wechseln mit dumme Nuss-Effekt, dafür, dass die großen Teilchen an die Oberfläche gelangen und keine Lücken finden, nach unten zu kommen. Also das heißt, die großen Teilchen sind, hast du aufgepasst? Oben. Die, welche sind das? Die Geschmacks. Richtig. Und das Alkohol ist unten. Und James Bond schüttelt sich also den Geschmack an die Oberfläche. Ja. Weil er ein Genießer ist und weil er immer in Eile ist, kann er auch immer nur einen Schluck trinken. Er muss ja gleich wieder weiter. Also der will, dass das besonders gut schmeckt. Ich weiß nicht, also das klingt mir jetzt schon so ein klein wenig weit hergeholt. Jetzt schreiben die aber, das war die Erklärung mit einem Augenzwinkern. Die wissenschaftliche ist relativ einfach. Zuerst muss man aber genau zuhören, wie James Bond seinen Drink nimmt. Wisst ihr nicht? Er trinkt seinen Wodka-Martini eisgekühlt, aber ohne Eis. In den Shaker wird also Eis getan, der Wodka-Martini wird geschüttelt und schließlich das Eis abgefiltert. Durch das Schütteln kommt das Getränk viel intensiver mit dem Eis in Kontakt als durch das Rühren. Deswegen ist es kälter. Also er möchte es besonders kalt und besonders geschmacksintensiv haben. Und deswegen schüttelt er sich seinen Drink. Also hätte er auch einfach die Flasche aus dem Kühlschrank. Also er lässt sich einmal einschütteln. Lässt sich einschütteln dann an der Bar. Ja. Hat ja nur einen Schluck Zeit. Und da muss er halt auch schmecken. Das und dann geht mir das auch lieber, entschieden zu bei weit. Bei ihm geht das halt Geschmack über Alkohol, weil er kann sich ja auch in seinem Job nicht ständig, also der säuft ja so viel Martini den ganzen Film über. Wenn der jedes Mal der Alkohol oben wäre, dann wäre das ja ganz schön schlimm. Das stimmt. Ne? Für die Welt auch. Weil auch für die Welt, der kann ja nicht mehr retten, so besoffen wie er dann ist. Ja. Und Autofahren auch nicht. Dann setzt er den Martini, nicht den Martini, den Aston Martin. Ja. Den Aston Martini setzt er dann immer an die Wand. Ja gut, da gehen in den Filmen gehen ja schon insgesamt relativ viele Autos kaputt. Aber ja, aber da gibt es ja noch mehr als Autos. Der hat doch auch so schöne Gadgets, ganz generell. Also wo der Q, ne, ist ja, also M ist der Boss oder die Bossin, Q ist der Tüftler, der ihm über die Gadget gibt und meistens hiermit übergibt. Versuchen Sie, etwas von dieser Ausrüstung in tadellosen Zustand zurückzubringen. Nehmen Sie Ihre Finger da weg. So, ja. Das ist dann, und in der Regel bringt das ja nie heile zurück. Deswegen muss der Q sich für den nächsten Film wieder was Neues ausdenken. Aber was gibt es denn da alles so, Prollo, eigentlich? Na, also von den Karren mal abgesehen, natürlich den ganz bekannten Düsenrucksack. Das klingt echt scheiße, wie ich das hier vorlese. Das ist allerdings auch die Zeit. Ja, auf Englisch heißt es Jetpack, da klingt besser. Also Jetpack ist auf jeden Fall hier mit Düsenrucksack, Düsenrucksack mittelmäßig übersetzt. Stammt aber hier in dem Fall aus einem Interview mit einem durchaus Experten, der diverse Bücher über die Bond-Filme verfasst hat. Siegfried Tesche heißt der. Und da also informativ zumindest ganz vorne mit dabei ist, bis hin zum Lexikon, das er geschrieben hat. Und ja, es war halt so eine andere Zeit anfangs. Die 60er, die Leute waren eher technikgläubig, technikaffin, waren da auch sehr begeistert. Und neben dem offensichtlichen Jetpack gab es auch so Dinge wie so eine Unterwasserkamera, die aus demselben Film, die am Ende der Prototyp von einer Kamera war, die es dann auch irgendwann zu kaufen gab. Lasertechnik hatten wir auch schon eben Kontakt mit, musste noch mit einem Beisatz erklärt werden, eine ganz besondere Form von Licht. Ja, wurde aber dann am Ende, hatte die jeder Horst in seinem CD-Player, 20 Jahre später. Und die Uhr mit Monitor aus, ich glaube, Casino Royale. Ja, die haben wir jetzt, glaube ich, fast alle am Handgelenk. Zumindest für schäbige WhatsApp-Nachrichten reicht es noch.
Und die Uhr gab es tatsächlich am Ende zu kaufen. Die hatte allerdings die kleine Schwierigkeit, dass man zwar damit Fernsehen gucken konnte, aber man musste halt noch Kabel und ein Zusatzgerät anschließen. Also ungünstig, aber für den Film auf jeden Fall geeignet. Und ich habe hier auch wieder so einen ehemaligen KGB-Agent, da scheint es wohl mehrere von zu geben. In dem Fall heißt der Oleg Gordievsky. Das heißt Putin. Der dann auch erzählte, dass im Osten die James-Bond-Filme eigentlich immer sehr gerne angeschaut wurden, nicht nur weil es Westfernsehen war, sondern auch weil man wusste, dass die Sachen, die es da zu sehen gab, im Zweifel bei den westlichen Geheimdiensten schon präsent waren. Und ja, das Ganze vor allem deswegen, weil der Harry Saltzman heißt der, der war bis 75 war der Co-Produzent der Filme, war erklärter Technik-Freak und hatte natürlich auch im Gegensatz zu Ian Fleming übrigens, der da gar nicht so drauf stand, immer Lust und es vor allem macht es ja auch filmisch was her. Und ja, mit Roger Moore, der hier verabscheut wird, ging es dann in den 70ern und 80ern eher so ein bisschen auch eher ironisch zugange, was so, wird jetzt hier auch zitiert, eher so in Richtung Stunt- und Zirkussensationen ging, ja, und nicht mehr so richtig Technik. Und ja, heutzutage gibt es halt statt Q gibt es halt einen von Ben Whishaw gespielten Nerd. Da ist halt eher so ein bisschen ja, Informatikwissen gefragt. Und ja, das führt natürlich letztendlich dazu, dass auch die Bösewichte sich nicht mehr so richtig auf Inseln verstecken können, weil halt über Google Earth man da auch nicht zu präsent sich zeigen darf. Ja, aber jedenfalls viele Spielzeuge über die Jahrzehnte hinweg und immer der neueste heiße Scheiß und natürlich Karren ohne Ende. Ja. Ja. Das stimmt. Was ja auch immer viel da in den Filmen, zumindest in den letzten 10 Filmen Minimum passiert, ist dieses Product Placement. Das ging mir zuletzt auch echt auf den Sack, muss ich sagen. Das wurde da ein bisschen sehr viel, habe ich so den Eindruck gehabt. Aber das ging ja dann auch mit den Gadgets einher. Also die war dann halt von irgendeiner bekannten Uhrenmarke und konnte dann irgendwas. Und dann wurde das teilweise auch, glaube ich, aus solchen Gründen in den Film reingeschrieben. Ich meine mich daran zu erinnern, das ist aber Jahre her, dass ich das aufgeschnappt habe, dass in den Lizenzbedingungen oder in diesen Verträgen mit den Product Placement Autos auch immer geregelt war, dass da, ne, wie die Karre verreckt am Ende, weil du möchtest halt auch nicht, dass in deinem teuer gesponserten Auto die Leute draufgehen, wenn sich das überschlägt. Ja, das ist halt auch wichtig dann. Ja, tatsächlich. Ich weiß auch, dass tatsächlich, also jetzt aktuell ist, glaube ich, wieder Aston Martin, aber zwischendurch war es ja auch mal BMW und die hatten sich da auch einfach knallhart eingekauft. Und da ging tatsächlich auch ein Aufschrei durch die britischen Medien, weil sie natürlich dann plötzlich eben kein britisches Auto, also britische Geheimagent James Bond schlechthin, also britische Geheimagent schlechthin, oder zumindest das Synonym für den britischen Geheimagent schlechthin, fuhr plötzlich ein deutsches Auto. Das und das nachdem BMW Rover gekauft hat. Ja, und Rolls-Royce und noch ein paar andere Marken. Ja, und Mini hier dann, genau, also das ist tatsächlich, also die haben sich ja da schon fett eingekauft, also insofern, ich weiß gar nicht, zu was Aston Martin gehört, und bin ich jetzt ehrlich gesagt die Wirtschafts- Weisen unter uns. Ich google das gleich mal. Ja, google. Aber der BMW war so ein bisschen der Pierce Brosnan unter dem Bond-Autos. Ja, oder Timothy Dalton. Ich fand den also ich fand Pierce Brosnan auch noch. Ja. Hatte ich eher so ein bisschen mau. Vielleicht können wir das ganz kurz einschieben, spontan. So Lieblings-James Bond und schlechtester James Bond. Oder unbeliebtester James Bond. Unbeliebtester James Bond ist ziemlich einfach. Ich glaube, das war George Lazenby. Okay, ja, der hätte nur einen Film gemacht, aber. So von denen, die mehr als einen Film gemacht haben. Also mein Lieblings ist definitiv Sean Connery. Das glaube ich auch von den meisten. Also ich finde tatsächlich Sean Connery und jetzt auch Daniel Craig, die fand ich beide wirklich stark. Das muss ich sagen. Also Daniel Craig hat gerade in den Filmen, da haben sie ja noch mal so ein bisschen auch, also ich fand die Eröffnungssequenz, das ist ja bei den James-Bond-Filmen immer auch so ein Thema, diese Eröffnungssequenz vor dem eigentlichen Vorspann, die oft ja gar nicht so viel mit dem eigentlichen Film zu tun hat, sondern einfach nur erstmal irgendwie ordentlich erstmal ein bisschen 3 Minuten Action um die Ohren hauen. Die fand ich bei dem 2006er Casino Royale, war das, glaube ich, da war das so eine Verfolgungsjagd, also quer durch
so eine Baustelle dann über den Kran noch am Schluss dann in die Botschaft von den Gegnern und das war einfach unfassbar physisch. Das war sensationell gemacht irgendwie und das war so gerade an dem sonstigen Gekasper dann irgendwie auch, das fand ich extrem gut. Die war wirklich beeindruckend. Da gibt es bessere und schlechtere. Ich weiß, ich war mal im Kino vor mindestens 30 Jahren bei, das war noch so ein Pierce Brosnan Fall. Das muss man deine Klappstühle. Das ist der Stuhl und nicht dein Darm. Ja. Ja. Also, das geht ja Hand in Hand. Was auch immer. Ja. Ich weiß ja nicht, was das Geräusch auslöst, aber ich würde dich bitten, es leiser zu tun. Bitte. Und geruchsfrei. Ja, da ist ja auch vor irgendeiner russischen, auf dem Berg, irgendeiner russischen Basis mit einer Stabrampe und dann fährt die Cessna los und stürzt so über die Klippe und fliegt da runter und er, aus welchen Gründen noch immer, springt dann so hinterher und fliegt und fliegt und fliegt und fliegt dann so in die offene Seitentür von der Cessna rein und kriegt ihn auch noch kontrolliert und fliegt los. Das werde ich nie vergessen. Hat dann das ganze Kino, das war so over the top, dass das ganze Kino dann gesagt hat, ja genau. Also wirklich, das war dann einfach so unglaubwürdig, diese Szene. Ich müsste noch mal rausfinden, von welchem Film. Ich glaube, das war sogar der, wo sein Kumpel, da der amerikanische CIA-Typ, umgebracht wird. Wo man wirklich denkt so, oh Leute, also komm, ein bisschen dran glauben, dass es geht, würde ich schon gerne noch. Nee, mit dem Motorrad, glaube ich sogar. Er fährt mit dem Motorrad hinterher, springt mit dem Motor über die Klippe und das stürzt halt. Und er fliegt dann so Skydive-mäßig in das offene Flugzeug rein. Genau, ja, das fand ich eben, also das war, glaube ich, bei den Roger Moore-Sachen dann auch ziemlich drüber dann quasi. Und ich glaube, da sollte es ja auch so ein bisschen selbstironisch gebrochen werden, aber weil das ja am Anfang, also mit Sean Connery, war es ja durchaus meistens eher ernst. Mhm. Und die nachfolgenden, da haben wir dann doch Timothy Dalton, war das ja dann noch zwei, drei Mal. Der wird ja, glaube ich, auch gemeinhin recht schlecht gemacht, aber ich fand die beiden Filme von dem eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Das ist zum einer ist halt GoldenEye, Tina Turner Titelsong. Okay. Die fand ich echt nicht schlecht, muss ich sagen. Dann Pierce Brosnan, der hat auch drei oder vier gemacht. Ne? Der war durchaus auch. Egal, auf jeden Fall finde ich, also die beiden würde ich schon gleichsetzen. Also die haben da schon auf einem Level agiert, fand ich. Auch so von den Filmen her und wie sie die auch angegangen sind. Also das fand ich bei Daniel Craig ziemlich cool eigentlich auch. Ja, ich finde die eigentlich alle ziemlich cool. Wie gesagt, Roger Moore fand ich, ich mag den Schauspieler total, aber die Filme sind mir halt einfach zu klamaukig. Das ist immer so. Vielleicht liegt es auch ein bisschen an der, ich müsste mal im Original gucken, der Roger Moore hat auch so eine klamaukige Synchronstimme. Ja gut, so, das passt bei Die Zwei, aber irgendwie bei James Bond passt das nicht. Ja, genau. Ich fand ja bei Roger Moore, das war auch, ich glaube, der war so aus Anfang der 80er in Tödlicher Mission. Da war das, wo sie mit den Skiern die Bobbahn runtergedonnert sind. Das fand ich extrem beeindruckend, muss ich gestehen. Also das fand ich, das hat mich als Jugendlicher, den wir irgendwann auch gesehen, dann auch verzögert logischerweise, aber das fand ich extrem geil, wie die da runtergedüst sind irgendwie. Das war schon spektakulär. Überhaupt die Skifahrerei. Mhm. Aber da war's. Ja, Live and Let Die ist, glaube ich, auch Öffnungssequenz mit den Skiern. Ja, ja. Aber das fand ich da, also ich meine, das wäre da, müsste jetzt lügen, aber ich meine, das wäre eine tödliche Mission gewesen irgendwie. Ja, geil. Naja. Also wie gesagt, hat so jeder bis zum gewissen Grade seine Berechtigung. Ich glaube, George Lazenby hat ja sogar geheiratet da im James Bond, ne, im Film. Ja, das hat aber hat nicht Daniel Craig oder wollte der heiraten oder Sean Connery, hat der nicht auch irgendwo auf so einer Hawaii-Insel geheiratet? Ich weiß es nicht mehr, das ist wirklich lange her. Aber die Daniel Craig-Bonds, die sind auf jeden Fall auch, sind halt solide, ne? Die sind halt echt richtig auch so ein bisschen was härter. Da wird ja auch so als gebrochener Held gezeigt. Das ist vielleicht auch nochmal, der hat da eine ganz andere Dimension. Also James Bond, dem sterben die Freunde und Frauen weg wie nix, aber der lässt sich ja eigentlich nie was anmerken. Mhm. Und in den Daniel Craig-Bonds, da hat er ja auch noch so eine verletzliche Seite. Da wirkt er halt auch verletzbar. Und das hat er schon echt cool gemacht. Also ich habe am Anfang gedacht, so, was ist das denn? Aber ja, ich muss schon sagen, also das war gut. Ich bin jetzt mal gespannt, wer der neue James Bond wird. Also es gibt ja noch keine offizielle Verlautbarung. Daniel Craig hat ja aufgehört, also weil er im letzten Film ja auch quasi in der Rolle, also gestorben ist. Und der Film ist jetzt auch schon 3 Jahre alt. Ich glaube, da spoilern wir jetzt nicht. Aber
Genau. Ich würd ganz kurz, ich weiß, du setzt schon an, aber ich muss hier vom Prollo das noch ganz kurz aufgreifen. Die Android-Trick, den Android-Trick, den es gibt, wobei ich glaube, das funktioniert genauso mit Apple, warum das jetzt auf Android reduziert wird, wie man quasi ein Gerät, was jeder hat, zum Spion machen kann. In dem konkreten Fall geht es ums Handy. Und das ist eigentlich nur mein Aufhänger, weil das ist so banal. Was machst du? Du verbindest dein Handy mit den Bluetooth-Kopfhörern und legst es halt in den Nachbarraum, wo du die Leute abhören willst. Ja, habe ich hier gefunden. Ich fand es ein bisschen skurril, dass Heise Online das so hier so, hier der heutige super Trick des Tages, so könnt ihr eure Nachbarn abhören. Und dann verbindet ihr das hier über Bluetooth mit euren Kopfhörern und stellt das dann auf besonders sensibel und legt es bei Nachbarn legt's ins Nachbarzimmer. Das finde ich eigentlich eher bedenklich. Was ich aber eigentlich damit sagen wollte, ist, dass es seit Jahren ja die Vorwürfe gibt, dass das Handy mithört bei uns. Und ich wette, das habt ihr auch schon mal gedacht, ihr redet irgendwas und kurze Zeit später zeigt euch Google genau diese Sachen als Werbung an oder teilweise sogar als Vorschläge in den Newsfeeds. Das habe ich regelmäßig und das wurde immer und wird immer negiert. Und da hat hier der Bayerische Rundfunk schon vor Jahren mal eine Sendung drüber gemacht, wie das technisch funktioniert. Das will ich jetzt hier nicht ausführen, wie man das über Apps... Ja, nein, wie man das über Apps halt, wenn du denen die Berechtigung gibst, dein Mikrofon zu benutzen, dann ist das halt in bestimmtem Maße möglich. Solange du die App nicht schließt, kann die quasi angespielt werden. Und wahrscheinlich gibt es sogar auch noch Möglichkeiten, das gegen die Einstellung zu machen, keine Ahnung. Und dann haben die das jetzt nochmal aufgegriffen und das habe ich jetzt hier vor ein paar Tagen gefunden, dass es ein Angebot gibt. Cox Media, die bieten eine Technologie, die sich Active Listening nennt. Das hat so ein Unternehmen herausgefunden und eine Präsentation veröffentlicht von Cox Media, wo sie dann davon sprechen, dass die Kraft unserer Stimme und in Klammern und der Mikrofone unserer Geräte dafür genutzt wird, eben durch KI dann zielgerechte Werbung auszuspielen. So weit, so gut. Das ist halt deren Angebot, dieses Active Listening anzubieten. Und in der Präsentation werden aber dummerweise Meta, Alphabet und Amazon als langjährige Geschäftspartner bezeichnet. Doch schon, Meta steckt wohlgemerkt hinter WhatsApp, Instagram und Facebook. Alphabet ist Google. Und also einschließlich YouTube und Amazon kennt man auch irgendwoher. Und das würde das zumindest erklären. Die haben das natürlich alles wieder abgestritten und haben sofort alle Verbindungen mit Cox Media von sich gewiesen und auch untersagt, dass sie mit denen irgendwelche Geschäfte weiterhin machen. Aber ich würde mal behaupten, so eine Software, so eine Technologie würde es nicht geben, wenn es dafür auch Abnehmer gäbe. Also ja, ich finde das nach wie vor bedenklich. Wir arbeiten ja alle in durchaus sensiblen, in unserem Hauptberuf, ne, sind wir ja Spione und arbeiten in sensiblen Bereichen. Und wir haben da immer unsere Handys rumliegen. Also nicht, dass, dass ich jetzt davon aktiv ausgehe, dass einer es darauf anlegt. Aber wenn ich wollte, müsste ich einfach nur gucken, wen kann ich dann mal anzapfen, der gerade in irgendwelchen vertraulichen Gesprächen sitzt. Ja. Also das kommt ja durchaus vor. Ja, ich muss auch sagen, Israel auch landschaftlich sehr schön. Sicherheitshalber, dass ja das Ding nicht in der Hose hochgeht. Die haben ja nicht, also die, es kommt ja durchaus auch, die haben ja durchaus auch Software im Angebot, ja, wo man sich denkt, das ist irgendwelches Zeug, was irgendwo gekauft wird. USA haben ja vielleicht auch eigene Interessen und jeder andere auch und am Ende hinterher wundern sich dann immer alle. Ja, vor allem, das weiß ja eigentlich, also habe das hier schon so oft gesagt, deswegen will ich es wirklich kurz sagen, aber ich finde es nach wie vor so faszinierend, dass Geräte erfunden werden, die im Endeffekt diese ganze geheimdienstliche Tätigkeit einem abnehmen. Du hast dir die Wanze, also nimm mal jetzt auch noch hier die ganzen Alexas und so weiter, da legen sich die Leute bewusst die Wanzen überall hin,
Die bezahlen da auch noch bezahlen da auch noch Geld für. Mhm. Du hast das mindestens in dem Handy, da kann sich fast keiner von frei machen. Dann hast du da Fingerabdruckscanner, Augenscanner. Mhm. Du hast mit Facebook, schreibst du deine eigene Akte, die gibst alles in den sozialen Medien über dich preis. Und das muss ja für Geheimdienste, ist das ja... Das ist ja genial. Also müsste man eigentlich vor 30 Jahren hätte man einen James-Bond-Film drehen müssen. Wir erfinden mal so ein soziales Netzwerk und verführen die Leute dazu, dass sie freiwillig alles über sich preisgeben. Mhm. Und wir machen es heute, weil wir es geil finden, uns selbst darzustellen. Also es ist für mich nach wie vor ein absolutes Phänomen. Aber damit möchte ich diesen kleinen Exkurs in die Spionagewelt, in der Realität auch beenden. Da haben wir noch ein bisschen was vor und schon ziemlich viel Zeit auf der Uhr. Ja, ich muss mal gucken. Mein Handy brummt gerade ganz unwirsch, aber es ist lediglich Bettgehzeit. Achso, ich dachte irgendwie. Nee, ich dachte Israel. Direkt ich dachte Israel. Sarah, ich empfange gerade neue Instruktionen. Wenn ich das jetzt nicht sofort vorlese, dann... Sonst kannst du es gerne vor die Tür legen, wenn es gleich explodiert. Nee. Also ich wäre dir dankbar. Ja. Ja. Ja, was, mit was machen wir denn weiter? Ich hätte jetzt, was habe ich denn jetzt noch irgendwie anzubieten? Irgendwie. Also wir du haben hast jetzt doch eben angeteasert mit dem unnützen Wissen oder so. Ja, wir haben noch einen Fun-Fact, eine Fun-Fact-Section und natürlich für die, jede... Entschuldigung, ich bin ein Stuhl. Sitzkissen ist aber auch der Rede also, nicht ja, wert. Ja, das ist ein Pupskissen oder was? Ja. Also nimm den Hocker da vom Klavier. Genau. Ich sitze auf heißen Kohlen. Natürlich von dem riesigen Flügel. Im Nebentrakt genau. meines Studios. Aus dem Flügelzimmer. Ja. Im Flügelzimmer. Nee, also wir haben natürlich auch ein Jingle für das, was wir mit euch vorhaben. Das haben wir noch vor gar nicht allzu langer Zeit nämlich eingeführt. Und warum ich jetzt hier so vor mich hin quatsche, ist, dass ich es auch noch finden muss. Und die neue Rubrik, die wir damals eingeführt haben, heißt Funky Fun Facts. But there used to be a time when we had two groups of people. You had people who know shit and people who don't know shit. Oh, shit! Woo! So, genau. Das haben wir gebastelt und damit der Shit besser rüberkommt, reißt der Beef gerade noch ein Bier auf, das sich Trabi Deluxe nennt. Ist lese ich das richtig? Shitdöse, ja, genau. Das ist tatsächlich nicht aus dem DDR-Spionagemuseum. Sondern nicht. Aus dem Penny. Trabi Deluxe. Das habe ich mir leider gerade hier was reingeschüttet. Ja, so schade eigentlich. Ja, genau. Da verpasst du bestimmt was. Bestimmt, ich gebe dir noch ein bisschen. Schmeckt das nach Pappe. Stell dir das mal hin. Und ja, das kannst du direkt aus der Dose trinken. Rennpappe. Ne? Das muss es auf jeden Fall 20 Jahre vorher bestellen. Das Beste daran ist der Pfand, habe ich gehört. Ja, kennst du ja den alten Trabi-Witz, ne? Kommt ein Trabi-Fahrer an die Tankstelle und sagt, ich hätte gern für mein Trabi zwei neue Scheibenwischerblätter. Und dann geht der Tankwart so ums Auto rum und guckt und guckt und guckt und sagt, ja, das ist ein fairer Tausch. So. Also, was haben wir uns überlegt? Ich muss gestehen, den kann ich noch nicht, aber sehr geil. Unnützes Wissen oder sogenannte Fun Facts über James-Bond-Filme. Und ich fange mal mit einem an, den fand ich jetzt gar nicht so spektakulär. Wir müssen uns ja steigern, aber der Aston Martin ist schon so häufig gefallen. Und Beef, du streust dann auch gleich deine Fakten gerne ein. Ne? Aber der Aston Martin übrigens, von Ford auf, Anteile von Ford gekauft und da habe ich sofort aufgehört zu lesen. Okay. Der Aston Martin DBS hält nämlich dank eines Stunts in Casino Royale, der Version von 2006, du hast eben schon draus zitiert, ein Rekord, in dem sich das Auto in dem Film 7-mal überschlagen hat. Das ist irgendwie Weltrekord. Warum auch immer das Weltrekord ist, aber dieses wunderschöne Auto haben die da tatsächlich durch die Luft geballert. Boah, apropos geballert. Ich habe mir gerade diesen Trabanten reingeballert. Der Beef guckt auch schon. Kannst du einen toten Esel ins Ohr kippen. Ja, wir haben hier in der Sendung reden wir über Aston Martin und saufen Trabi-Bier. Also das passt doch irgendwas stimmt nicht. Hier. Das ist ein gewisser Gegensatz, ich gebe es zu. Ja, und jetzt kommt was. Siebenmal überschlagen und das war der Rekord? Das war der Rekord, steht hier. Aber also ich meine mich an Blues Brothers zu erinnern, da
fliegt doch in dieser langen Sequenz, wo sie diese Autoverfolgungsjagd haben, da, keine Ahnung, da fliegt doch alles sieben. Also vielleicht ist das für den Aston Martin Rekord, das kann sein. Ich erinnere mich an Inception, wo während die noch von der Brücke fallen, ja, sie irgendwie, aber ja, das führt zu weit. Ja, oder Tenet, da sind auch, naja, egal. Jetzt kommt unsere Lieblingsstatistik und das ist ja immer die 3 von 4. 3 von 4, in dem Fall 3 von 4 Bond-Frauen, mit denen er, also James Bond, ein Techtelmechtel hatte, haben auch immer gleichzeitig versucht, ihn umzubringen. Das finde ich einen witzigen Funfact. Mhm. Also nur eine hat's nicht versucht, hat ehrliche Absichten gehabt. Die anderen 3 wollten ihn immer flachlegen und umlegen zugleich. Also geil. Dann jetzt etwas. Ja, hier steht es auch nochmal, das, was ich denke. Sean Connery ist der beliebteste Bond-Darsteller aller Zeiten und hat für den Film Sag niemals nie, über den haben wir auch gerade gesprochen, nämlich dem amerikanischen Remake, Martial Arts Training bekommen und dabei seinen Lehrer arg verärgert, dass der Lehrer ihm vor Wut das Handgelenk gebrochen hat. Hm. Wisst ihr, wer der Lehrer war? Den kennt man auch. Bruce Lee war da schon tot, ne? Der war da, glaube ich, schon tot, aber Steven Seagal war der Martial Arts Lehrer von Sean Connery in dem Film. Jungs, wie groß seid ihr? 1,78. Auch. Ja. Also ich bin ja 1,86 Meter tatsächlich und hier steht alle Bond-Darsteller außer Daniel Craig, der ist 1,78. Ja, also es passt doppelt dahin sich, aber alle anderen Bond-Darsteller sind zwischen 1,85 Meter und 1,87 Meter. Also ich bin quasi alle anderen, außer Daniel Craig und ihr beide seid Daniel Craig. Ja, reicht doch. Ist doch geil, oder? Ja. Also schöner Bei mir schöner lieber Fakt. Wäre, Daniel Craigs Bankkontonummer zu haben, als seine Größe. Aber das ist egal. Okay. Willst du mal ein paar einstreuen? Dann gucke ich noch, was hier von. Ich habe ja so viele, sind ja 16 Stück und ich will die nicht alle vorlesen, welches davon noch funny ist an Facts. Allererster James Bond-Film. Wisst ihr das? Moonraker. Nein. Feuerball. Nein. Wie nein? Nein. Das ist falsch, das ist richtig falsch. Das ist nicht mal falsch. Also die meisten würden jetzt sagen, Liebesgrüße aus Moskau oder Dr. No, genau. Aber das ist falsch. Also der erste ist tatsächlich Casino Royale von 1954 sogar. Ach. Das ist, da gab es mal so eine amerikanische Fernsehversion von. Da spielte auch noch kein Sean Connery oder sonst wie eine Rolle. Das nur so am Rande. Was habe ich denn sonst noch hier? Sondern genau. Bei den Aufnahmen von Liebesgrüße aus Moskau stürzte der Regisseur Terence Young im Helikopter ins Meer. Er konnte nicht nur sich selbst, sondern auch noch den Piloten retten. Genau. Ist ja praktisch. Genau. Und Aston Martin, jetzt in Goldfinger, gibt es auch einen Rolls-Royce Phantom 3. Der ist dann tatsächlich von Steven Spielberg gekauft worden irgendwann und ist dann noch quasi in Indiana Jones und der letzte Kreuzzug aufgetaucht. Also da ist er wieder verwendet worden. Da spielt ja auch Sean Connery den Vater von Indiana Jones. Also insofern fanden sie das, glaube ich, ganz witzig, dass da sowas noch mitgenommen wurde. Dann Ich könnte noch gerade einen reinstreuen, dann kannst du noch ein bisschen gucken. Wir hatten ja gerade uns die Frage gestellt, oder ich, MI5 oder MI6, also es ist der MI6, der Auslandsgeheimdienst, habt ihr ja auch geschlussfolgert. Was ich nicht wusste, ist, dass die Existenz des MI6, also James Bond ermittelt ja für den schon seit den 50ern, wie wir gerade gelernt haben, aber die Existenz des MI6 wurde von der britischen Regierung offiziell erst 1994 bestätigt. Oh. Okay. Das haben die sich für die Filme ausgedacht, ja? So, eine Frage, die ihr euch schon immer gestellt habt. Also, in keinem anderen Bond-Film, wie im Angesichts des Todes, ist die Hutdichte so hoch wie nie zuvor. Also nie wurden in einem Bond-Film so viele Hüte getragen wie in Im Angesicht des Todes von 1985. Das ist eine Frage, die ihr euch schon immer gestellt habt und die offen war, oder? Also ganz ehrlich, es gibt wirklich viel unnützes Wissen. Ja, dann, was ihr sicherlich auch nicht wusstet, ist, ich habe den heute schon gedisst, Roger Moore. Wusstet ihr, dass der ein Double hatte? Also das habt ihr euch bestimmt gedacht, aber für welche Szenen hatte der ein Double? Unter anderem. Liebesszenen.
Ja, da hat er wahrscheinlich Chefsache gemacht, aber weiß ich jetzt nicht. Ja, wenn, für eine ganz spezielle Szeneart, die in jedem James-Bond-Film taucht. Irgendwas mit Höhenangst? Naja, du guckst ja auf das Foto. Ich guck auf das Foto. Das ist irreführend. Das hat nichts mit Höhenangst. Der hatte ein Double für alle Szenen, in denen er rennt, weil Roger Moore fand, dass seine Art zu rennen dämlich aussieht. Wie so eine Ente. Das macht ihn jetzt ehrlich gesagt wieder sympathisch. Wusstet ihr übrigens, dass der Ian Fleming selber eine Zeit lang Agent war? Der Autor von dem. Der Autor. Ja, das habe ich schon mal gehört, ja. Ja, irgendwo muss es ja auch herkommen. Und tatsächlich hat er auch ganz gute Kontakte gehabt, hat sich da durchaus informiert. Ja, aber möglicherweise hat er dann schon noch zwei, drei Dinge dazu fantasiert, oder? Ja, also nicht nur bei den Waffen und Gadgets und so weiter, sondern auch bei den Bösewichten. Und der Blofeld ist beispielsweise relativ stark durch Hitler-Deutschland geprägt worden. Ja, liegt so ein bisschen auf der Hand. Aber er hat letztendlich hat er, wie ich hier lese, die Bösewichte oder die Eigenarten immer so ein bisschen zusammengemischt aus real existierenden Personen. Na gut. Ja, aber liegt ja auf der Hand, kann man machen. Ich würde gerne nochmal den Major Boothroyce aufgreifen, weil den hat Ian Fleming auch einer echten Figur nachempfunden, nämlich dem Jeffrey Boothroyd, einem Waffenexperten, der dem Autor empfohlen hatte, die Beretta 148, die der wohl mal irgendwann getragen hat, der Bond, gegen eine Walther PPK, das kennt ja jeder, auszutauschen. Ja, und der Grund war, die Beretta sei eigentlich eine Frauenwaffe. Und da haben wir ja hier ein bisschen was vorbereitet, gerade noch. That gun looks more fitting for a woman. Do you know much about guns, Mr. Bond? No. I know a little about women. So. Also das haben sie dann sogar in einem Film so ein bisschen, wenn man es konstruieren will, aufgegriffen. Beef, hast du noch was? Ich hätte noch, Ein bisschen hier blättern. Im indischen Kino Guardian erwies sich Octopussy, der Film, das ist auch ein Roger Moore-Film, als besonderer Dauerbrenner. In Udaipur, Ort in Indien, läuft der Spionagefilm bis heute jeden Abend im Kino. Also, und der Artikel, von dem ich habe, der ist von 2020, also das ist durchaus, ich glaube, der ist von Octopussy, ist glaube ich von 83, also das ist durchaus schon eine lange Zeit, der jeden Abend da läuft. Ja. Genau, was haben wir denn sonst noch zu bieten? Ich hätte noch... Also hier gibt es noch das Vorbild für den James Bond, ist der Spion Wilfried Biffy Dunderdale. Da gab es jetzt letztens auch irgendeinen Film, da spielt der Dunderdale auch mit, aber das ist völlig übertrieben. Das war ein MI6-Mann in Paris, mit dem der Fleming befreundet war. Und da sind wir doch bei einem super Thema. Parodien. Richtig. So, das war eine Überleitung. Sensationell. Also ganz vorne dabei, ganz ehrlich. Also im Bus, ich würde vorne links sitzen. Bei so einer Überleitung, also das ist von was hast du jetzt eigentlich das hergeleitet? Also nur mal. Von dir jetzt quasi. Von mir, ich bin die Parodie. Ja, oder? Der Biffy. Du sagst, ich bin komisch, oder? Der Biffy, das Vorbild. Biffy. Biffy klingt auch schon wie ein bisschen. Biffy klingt wie Austin Powers. So ein bisschen. Ja, ein bisschen. Genau, ja. So ein bisschen ganz Goldmember. Genau. Goldständer. Goldmember, Goldständer. Also Goldmember ist Goldständer. Goldständer, ja. Der Name ist Programm. Ja, was habt ihr denn für Goldständer? Was habt ihr denn für James Bond Parodien so in petto? Ich habe sogar einen Audiobeitrag. Da weiß ich jetzt nicht, ob der hier... Ja, den haben wir vorbereitet. Die Frage ist, ob du den Englischen oder den Deutschen haben willst. Ich möchte erstmal den Deutschen. Okay, dann hört doch mal gut zu. Schalte die Raketen scharf. Das sind nur Radfahrer. Es sind französische Radfahrer, Buff, und sie behindern den Geheimdienst ihrer Majestät. Ich löse gleich auf. Mr. Bean in seiner Rolle als Johnny English. Also wie der Atkinson wirklich heißt, habe ich schon fast vergessen. Rowan. Das ist, für mich ist Rowan, das bis heute Mr. Bean. Rowan Atkinson. Und genau das ist auch Programm. Das mit den französischen Radfahrern fand ich jetzt eigentlich so eine typische Szene. Ich muss sagen, diese Johnny English Filme, ich weiß nicht, ob ich sie alle gesehen habe. Es gibt ja, glaube ich, drei oder so inzwischen bestimmt, also zwei Minimum. Und mindestens einen habe ich in guter Erinnerung gehalten, weil ich irgendwie immer dachte, das ist halt Mr. Bean als Agent, das geht gar nicht. Aber die sind gar nicht so
bescheuert. Also dieser eine war gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ich habe gedacht so, okay, cool. Also hat was. Ist gut gemacht. Ja. Na, ich hatte ja einleitend schon gesagt, dass so merkwürdige Persönlichkeiten, die in, weiß ich nicht, im Park sitzen, in ihrer Socke den Salat trocknen, ja, ja durchaus dazu prädestiniert sind, als Spione zu arbeiten. Das wohl war. Also Mr. Bean. Ja. Mr. Bean, das war ziemlich. Also ich, wie gesagt, habe auch so ein bisschen gehadert am Anfang, aber ich fand die auch besser als befürchtet quasi, sagen wir es mal vorsichtig. Ich weiß das nur, wo gerade den Namen Johnny English ist schon lange her, aber ich war so positiv überrascht. Ich habe so meine Kids wollten das gucken und ich habe gedacht, ja, okay, aber und dann habe ich hinterher gedacht, ach, das war eine runde Sache. Ich sag's ja so auf dem Wort. Dann haben wir doch auch noch Austin Powers. Wolltest du zu dem auch noch was sagen? Weil den finde ich ja nur wirklich. Na, muss man zu dem noch was sagen? Also. Ja, man müsste wahrscheinlich das hier zu dem sagen, oder? You speak Japanese? A little. Well, you might be a cunning linguist, but I'm a master debater. Ja, also das Gelächter ist erstens Programm und die albernen Peniswitze natürlich auch. Wir haben ja jetzt die Peniswitze hier im Betrieb auch eingestellt. Ja, nichtsdestotrotz, dass also 90% dieser Sendung leben Grüße ja davon. Grüße gehen raus an der Stelle wieder. Ja, genau. Ja. So, Austin Powers als Peniswitz quasi. Ja, also das ist ein wandelnder Peniswitz mit schwedischer Penispumpe. Ja. Wie jeder weiß. Genau. Ich habe dir auch, wenn ich das noch vervollständigen darf, den Leslie Nielsen aufs Board geschickt eigentlich. Okay. Muss mir mal ein Stichwort sagen. Gut vorbereitet. Das hier bestimmt. Miss Anders, I didn't recognize you with the clothes on. Was das war echt sogar. Ja? Siehst du mal, ich lese dich wie ein genau, offenes Buch. In der Folgesendung sprechen wir dann über Sexismus in Bond-Filmen. da habe ich ein Pro-Seminar an der Uni gehalten im Bereich Gender Studies. Nee, aber tatsächlich, ich mal gucken, wie habe ich denn das genannt? Ich sag's dir gleich. Redet mal weiter. Ich kann zumindest nochmal, da sind wir auch schon fast wieder selbstreferenziell. Wir hatten mal eine Folge gemacht über Filme und Trilogien und sonst irgendwas. Und da hatte. Ist im Übrigen eine der erfolgreichsten Sendungen tatsächlich. Die ist in unseren Top 5. Dann müssen wir da, glaube ich, nochmal in diese Richtung was machen. Ja. Also, und dann können wir auch nochmal Hank Frank, Grüße gehen raus. Der hat nämlich damals OSS 117 noch gebracht. Der Spion, der sich liebte. Und das ist ein französischer Film, der auch in diese Richtung geht und mit Jean Dujardin in der Hauptrolle. Ja. Und das ist tatsächlich, da geht es um so einen Bond-Vorgänger quasi, Hubert Bonisseur de la Barthe. Das ist halt auch eher eine Satire und der, wie soll ich sagen, der Agent neigt eher dazu, eine gewisse Selbstüberschätzung an den Tag zu legen. Sagen wir es mal vorsichtig. Ich habe auf Anraten unseres Filmexperten habe ich die Trilogie relativ schnell hintereinander weggeguckt unter beharrlichem Augenrollen meiner Gattin. Ja. Ich fand's witzig. Genau, ist glaube ich eher auch so ein Jungshumor in Anführungsstrichen, aber deswegen vielleicht erklärt das auch das und das Augenrollen deiner Gattin, aber ja, wie gesagt, liebe Grüße an Hank Frank, gern mal wieder in der Sendung. Pack mal, glaube ich, mal irgendwas mal dazu. Ich erinnere mich nur, wo du sagst, liebe Grüße, war das nicht auch irgendwie, zumindest der dritte Teil hatte doch einen etwas schwierigen Titel mit Liebesgrüße aus Afrika oder irgendwie sowas. Das war so ein bisschen, wie ich fand vom Titel, ein bisschen daneben, aber ich kram nicht mehr drauf. Aber wir haben das Sample gefunden von Leslie Nielsen und zwar sagte er dieses. Insertion target area, about a mile from your DZ. You ready, WD-40? I never felt more ready in my life. So, das ist auch gleich die Eröffnungssequenz und nicht nur heißt der Agent WD-40, wie alle Schrauber- und Fahrradfans wissen natürlich, dass das hier so dieses klassische Schmieröl ist. Sondern er sitzt halt in seinem Helikopter, die Musikeinleitung spricht für sich, ne? Klassischer Bond, und
Er ist bereit für alles und es fliegt ihm sofort das ganze Papierzeug weg aus dem Helikopter. Und das ist eigentlich auch schon Leslie Nielsen, ne, klassischer Humor. Das Ganze heißt Spy Hard auf Englisch. Mhm. Ne, ist ja auch schon Parodie. Leider auf Deutsch. Wir hatten auch selbstreferenziell das Thema deutsche Übersetzung von Filmtiteln. Ah. Agent 00. Ja. So, und da ist der Witz auch schon wieder zu Ende. Also Spy Hard finde ich da durchaus kreativer, wobei es ist halt schon sehr klamaukig. Also auch nicht so nackte Kanone mäßig, sondern schon recht. Na gut, auch nackte Kanone war klamaukig. Wobei ich mich bei der Öffnungssequenz von nackte Kanone von dem ersten Teil, die ist ja auch legendär, weil das ist ja auch so eine Art James-Bond-Parodie quasi, obwohl das ja eigentlich eine Krimi-Parodie ist, die ganze Serie, wie sich Leslie Nielsen in seiner Rolle als Frank Drebin da in so eine Verschwörung von, ich sag mal, 10 mehr oder weniger politischen Bösewichtern, also damals ja noch Gorbatschow und Idi Amin und wer da alles saß, und wie er sich da reinschwingt in diese konspirative Sitzung und da alles verprügelt und niedermacht und am Ende, und das fand ich den großartigsten Moment, einfach irgendwie, wie er bei Gorbatschow den Arm und den Leberfleck wegrubbelt und dann halt sagt, ich hab's doch gewusst. Und das ist einfach unfassbar sinnlos. Ist aber so richtig geil. Und das ist schon großartig. Und das haben die auch dem Film vorangestellt. Hat auch überhaupt nichts mit der folgenden Handlung zu tun. Also sprich, da sind wir dann schon bei James Bond. Und fand ich faszinierend. Also das muss ich sagen, das hat damals, wo ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, habe ich auch Tränen gelacht bei dieser Situation, weil die war wirklich gut gemacht. Ich habe, was ich nicht mitgebracht habe, das waren 2 Dutzend Seiten, ist eine Liste der Bond- oder Agentenparodien auf Wikipedia. Die war echt lang. Ja, da gibt's bis zu irgendwelchen osteuropäischen Geschichten mit Typen in krassen Sonnenbrillen. Und da muss, glaube ich, jeder für sich einsteigen. Ich packe es in die Shownotes, aber das ist ein Fass ohne Boden. Vielleicht darf ich nur ganz kurz, weil ihr das bestimmt kennt, noch, das hat gar nicht mit Parodie zu tun, aber es ist so quasi Spin-off vom Thema Spione. Wem von euch sagt Spy versus Spy noch was? Das fand ich immer aus Mad Magazine. Der schwarze Spion gegen den Weißen und andersrum. Total geil, Spy versus Spy. Da wollte ich nur ankündigen, ich habe das heute gegoogelt. Ich habe das wirklich immer gerne gelesen im Mad. Und das gibt so eine Art Gesamtausgabe. The Complete Casebook. Okay, geil. Mit hunderten Seiten, und ich packe den Link in die Shownotes, weil das ist komplett digitalisiert abrufbar. Du kannst du kannst sogar ein 300 Megabyte starkes PDF da runterladen. Geil. Oder du kannst es in so einer recht geilen Software einfach online durchblättern. Und du meinst den Acrobat Reader? Nein, der Acrobat Reader ist fürs PDF, du Vogel, aber wenn du das sozusagen, du kannst das richtig blättern, ich weiß nicht, wie die Datei heißt, die ist deutlich kleiner, da braucht man ein entsprechendes Software-Tool für, dann kann man sich das quasi durchschauen, so als ob du ein digitales Buch liest, und da ist ja auch nichts zu lesen, weil das sind ja sozusagen Bilderwitze, da ist ja gar kein Text drin. Aber es ist wirklich geil, und ich habe da so richtig so ein Kindheitsflashback gehabt, als ich da heute durchgeblättert habe. Deswegen wollte ich es kurz erwähnen, damit wir es auch in die Shownotes packen können. Sehr gut. Ich habe auch noch 2 kleine Dinge. Also einerseits gibt es ja Casino Royale, ist ja inzwischen, glaube ich, 3-mal verfilmt worden. Einmal hier mit Daniel Craig als relativ neu, dann die Urversion 1954, und zwischendurch ist Casino Royale auch einmal eine Parodie gewesen. Mit, wie heißt er, Woody nicht Woody Harrelson, wer ist der? Woody Allen, oder? Woody Allen, aber spielt vor allen Dingen auch, David Niven spielt mit, und spielen wirklich sehr viele Schauspieler. Also der ist von 67, diese Parodie, und es spielen sehr viele Schauspieler damals aus der Zeit mit, die einfach damals angesagt waren. Und das ist halt auch so eine ganz schräge Satire, die sich direkt auf James Bond bezieht. Und welchen ich auch noch ganz witzig finde, ist tatsächlich von Steve Carell, also da spielt Steve Carell mit, und zwar heißt der Film Get Smart. Das ist auch so ein Agentenfilm, der ist
ich müsste es lügen, Smart Mitte der 2000. Der mit dem Schuhtelefon. Ne? Genau. Das sind auch so ein paar sinnlose Sachen drin. Aber kann man sich durchaus mal angucken. Und ich finde Steve Carell ist sowieso ein relativ unterschätzter Schauspieler, weil der so ein paar kasperige Sachen gemacht hat. Aber der kann durchaus was. Also von daher ist das auch nochmal eine Version. Ich habe aber auch noch was, was eine Spur realistischer ist. Und zwar sagt, wo es auch um Agenten geht und quasi aber hier in dem Fall auf Agenten, die aufs Abstellgleis geschoben wurden. Sagt euch das was oder habt ihr da irgendeine Idee? Agenten, die aufs Abstellgleis, also Parodie oder was? Ja, eine Parodie ist vielleicht das falsche Wort. Also sowohl als auch. Also es ist ein Buch und eine Serie in dem Fall. Also das. Hier mit diesen Opas. Nee. Opas? Nee, keine Opas. Nee, das, also es gibt ein Buch, eine Buchserie, die ist englische Buchserie von Mick Herron. Das nennt sich Slow Horses. Und zwar. Ah, da habe ich ja heute noch die. Gestern noch die, wie heißt es hier, Slow Horses, vierte Staffel. Ja, genau. Also die gibt es inzwischen auch als Verfilmung auf, ich glaube, auf Apple Plus Jackson läuft Lamp. Das. Genau. Also da geht es letzten Endes an den Romanen auch. Also da gibt es, ich müsste jetzt lügen, 7 oder 8 Romane. Ach, wie und geil. Die sind, da geht es um, die Slow Horses sind letzten Endes Agenten oder Spione, die Englische, die irgendwann. Vom MI5, die irgendeine Aktion vergeigt haben und dann aufs Abstellgleis geschoben wurden, ohne dass sie quasi entlassen wurden oder sonst irgendwie, aber dann Beamte, Staatsdienst, was ist los? Und dann wurden die quasi aufs Abstellgleis geschoben und sind im Slowhouse. Sind im Slowhouse und sind da dann, müssen unfassbar sinnlose und stupide Tätigkeiten quasi durchführen. Und was ich bei dieser Serie, die gibt's, da gibt es inzwischen 4 Staffeln gibt's und die 5. wird gerade gedreht oder sowas. Und da spielt Gary Oldman, spielt diesen Jackson Lamb. Das ist der, der quasi dieses Slowhouse leitet. Und trotzdem noch ein ziemlich abgezockter und da spielt auch ein Bruder von mir mit, weil River Cartwright genau. ist ja einer der, das ist der junge gut aussehende, genau. einzige gut aussehende Agent in dem ganzen Slowhouse. Die anderen sind alle so schräge Charaktere, genau. durchaus liebenswert, aber sehr schräg. Genau, und es ist tatsächlich, und was hier sehr schön ist, auch sowohl in den Romanen, die auch sehr zu empfehlen sind, die sind wirklich auch witzig geschrieben, also in dem Sinne gar nicht jetzt klamaukig witzig, sondern tatsächlich fein, ironisch, witzig und da geht es auch durchaus rund und es geht auch nie gut aus. Also da sterben auch viele Protagonisten. Es ist gar nicht so, dass das jetzt irgendwie immer so tralala ist. Was hier ganz spannend ist, ist so diese politische Dimension, die da noch unfassbar reingemengt wird. Also das und auch sehr nachvollziehbar. Das ist also sehr zu empfehlen, sowohl in der Serienversion als auch eben in der Buchversion. Das nur so als kleiner Literatur-Tipp. Ja, du hast mir wirklich jetzt gerade einen riesen Gefallen getan, weil ich weiß, dass du mir das empfohlen hast. Und bei meiner ersten Corona-Bauchlandung vor 2 Jahren habe ich die erste Staffel durchgesuchtet. So an einem Tag habe ich das durchgeguckt. Hat ja nichts zu tun. Und dann haben sie relativ schnell Staffel 2 und 3, nach einem Jahr gab es dann, vielleicht habe ich es auch einfach nur verpasst, haben sie gleich 2 Staffeln bei Apple nachgelegt. Die habe ich auch durchgesuchtet und jetzt seit einigen Wochen ist quasi Staffel 4 im Angebot und da habe ich gestern mit angefangen, mir das anzugucken und die erste Folge auch schon wieder total geil. Also das ist schon wirklich, ich wusste aber nicht, dass es Bücher dazu gibt. Hätte ich natürlich googeln können. Bücher sind, die habe ich gelesen alle. Ich bin jetzt gerade den 7. oder 8. Ich müsste jetzt lügen. Egal, auf jeden Fall. Und die sind echt großartig. Also das ist wirklich fein halt auch. Aber also wie gesagt, das nur so am Rande. Mick Herron, Slow Horses. Okay. So, wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken. Du wolltest noch ein Quickie heute hier hinlegen, stellvertretend für Herrn Sommer, an den liebe Grüße rausgehen und gute Besserung. Der sitzt zu Hause und guckt sich die Bond-Filme nochmal ein. Nach der schüttelt durch. Sich ein Martini. Schüttelt sich den Martini. Ich glaube, das Bier kickt schon wieder rein. Träumchen. Auf jeden Fall. Ja. So, aber wie sieht's aus?
vorher noch mal ein bisschen Housekeeping. Ist jeder so weit zufrieden? Sollen wir noch ein Bier aufmachen und schütteln? Wo aber du gerade das sagst, ich mach mal hier Riptide. Das hört sich, das ach, das vom noch aus Florida. Ja, genau, das ist ein bisschen stärker, 6,6%. Ja, dann würde ich aber freundlich auf das Trabi verzichten. Ja, oder das, ich kann nur, nicht. Nur einen, nee, Schluck. Nein, so, tu das weg. Das ist echt, der Name ist Programm. Irgendwann. Oh. Schütt es einfach. Alter, warum kaufst du sowas? Schütt es in den Ausguss und das schäumt dann und macht den Ausguss frei. Das habe ich mitgebracht bekommen. Hier, ihr macht doch deine Freunde aber nicht so eine hohe Meinung von dir. Hier, du trinkst doch gar kein Vielleicht Bier. Vielleicht wurde ich auch verarscht. Ich glaube, ich habe letztes Mal schon mal gefragt, was ist denn Riptide eigentlich? Ist das ein Eigenname oder? Ja. Flut. Hatten wir doch letztes Mal auch schon. Nee, aber Springflut stimmt es auch nicht. Das ist wohl diese Strömung, die passiert, wenn die Flut kommt. Und das in so Meerengen, also in so, ne, Lagunen oder wie das Wasser reinströmt oder rausströmt, da hast du halt diesen Sog, wenn man so will. Das hatte ich zwischenzeitlich gegoogelt. Hier steht von Rissen. Ist doch doof geschissen, von Rissen. Was aber, machst du denn? Ist da? Aber estnisch-deutsch. Wenn ich jetzt, im Estnischen heißt Riptide von Rissen. Ja, das ist ja auch schön. Jetzt, ja. Ich gucke jetzt nochmal, was ist. Wir müssen das jetzt aufklären. Da kannst du doch die. Ja. Springflut. Ja, okay. Haben wir doch richtig. Na gut. Meine Fresse, ey. Alles wird hier in Zweifel gezogen. Nein, das muss man, finde ich, auch ausdiskutieren. Hast du jetzt mit Google übersetzt, also das, oder was? Dann geht es meistens schief. Jedenfalls auf das Gesöff gespannt. Ja, Me Too quasi. Ohne jetzt das riecht aber auch wieder. Zu wollen. Das ist jetzt aber irgendwas Stärkeres. Das ist ein Also ich finde, das riecht gut. Ja. Ich finde, das ist. Ich habe mich inzwischen ja richtig so in diesen IPA-Geschmack reingetrunken, dank dieses Podcasts. Riecht wie der Bauchname von so einem Bond-Girl, um mal die Werbung aufzunehmen. Gut, da habe ich jetzt tatsächlich ist wenig Erfahrung, muss ich gestehen. IPA, also NIPA. New England IPA. Ein New England IPA, dankeschön, genau. Sehr gerne. NIPA. Sagt man NIPA? Wir sagen NIPA, wir Experten NIPA. Also hier, Palea, Lee und Co., ihr dürft euch gerne mal mit einem Kommentar melden, wie spricht man NEIPA richtig aus, wenn man so ein bisschen flexen will. Ja. So. Jetzt aber zum Geschmack. Ja, jetzt mache ich, ja, schmeckt erstmal. Ich mache mal die Vertretung von Sammer hier. Okay. Ich hau jetzt das Jingle raus und dann machen wir den Sack hier zu. Und was ist mit Quickie? Oh, Al, du bist fertig. Quickie! Genau. Ja, ich gebe heute mal den sommerschen Quickie quasi. Weil du musst so langsamer sprechen, ach Junge, so, langsam. Und jetzt erstmal vom juristischen Anfang. Also rein. Vom juristischen Standpunkt des heutigen Quickies aus. Ihr wisst, dass der den Podcast auch wirklich hört. Scheiße, ne? Ey. Ich nehme das, dann schneid das raus. Faröer-Inseln. Hm. Schon mal gehört? Hm. Ja. Sehr gut. Da hatten wir doch auch was. Das haben wir sogar hier drin gehabt. Ja, Faröer-Inseln ist die berühmte Rudi Völler Wutrede, die wir hier schon zum Besten gegeben haben. Sehr wo schön. Sie ja verloren haben gegen die Faröer-Inseln. Und ich habe hier tatsächlich was, also der Artikel ist überschrieben, es ist jetzt wieder aus der, aus welcher Zeitung? Süddeutschen Zeitung, natürlich. Es ist aber auch in der Nordisch, auf nordisch.info findest du es auch. Also und zwar ist es tatsächlich, bei der Süddeutschen ist es in der Kolumne mitten in und da ist es überschrieben mit, wo der Bond begraben liegt. Und ich fand es ganz schön insofern, als dass hier der SZ-Redakteur unterwegs war, der ist auf den Färöern gewandert und ist zu einem einsamen Leuchtturm gewandert. Und dann lief er dahin, das ist in der Nähe von, ich hoffe, das spreche ich jetzt richtig aus, mein Norwegisch ist nicht wirklich gut, Trollarnes. Und da steht ein einsames Haus an einer vermatschten, von Schafen gesäumten Wiese. Das ist 45 Minuten zum Leuchtturm, Kalur, wie auch immer das ausgesprochen wird, der wiederum auf einer Steilkippe steht. Und plötzlich stürmt eine Frau, ich zitiere jetzt, plötzlich stürmt eine Frau mit Kreditkarten, Lesegerät aus dem Haus. 200 Kronen pro Person, 26 Euro. Weil es gäbe da jetzt auch den Grabstein von James Bond zu sehen. Und das fand ich insofern ganz witzig, als dass eben sich das darauf bezieht, dass in der im letzten James Bond, in dem keine Zeit zu sterben, wo eben 007 von einem Feuerball verschluckt wird, gerade dort an diesem Punkt. Hm. Und da haben die jetzt, die findigen Dorfbewohner, haben einen Gedenkstein aufgestellt, darauf der Trauerspruch, Zitat,
die eigentliche Funktion des Menschen ist es zu leben, nicht zu existieren. Da denkt man drüber nach. Und was ich noch so einen schönen Rat... Das lassen die sich 25 Pfund kosten. 26 Euro, genau. Wenn man so doof ist, das zu bezahlen. Und noch viel geiler, und das ist halt das, was ich so am geilsten finde, ist, dass Daniel Craig nie auf dieser Insel war. Er wurde per Computer in die Szene reinmontiert. Und der Grabstein, der war aber schon auf der Insel. Der Grabstein ist auch nur fake. Hat aber nichts mit dem Film zu tun. Natürlich nicht. Das ist so geil. Und dann dachte ich mir, ey, geh fort. Das kannst du irgendwie nicht mehr so erfinden. Also ich habe ganz schlechte Nachrichten für den Sommer. Die Rubrik heißt ja eigentlich Quickie, aber ab sofort nennen wir die... Yeah, this is big brain time. Herrlich, was hier in der Süddeutschen alles so steht. Ja, da sieht man mal wieder. Jetzt kriege ich einen Anruf aus Kanada. Meine Tochter ruft gerade an. Ja, die kann morgen nochmal anrufen. Da ist zwar jetzt Nachmittag. Das ist jetzt gemein, ich drücke die jetzt weg. Ja, die geht wieder zum Walmart. Oh, aus dem Walmart habe ich jetzt zweimal bereits vergessen. Ich habe Oreos gekauft aus dem Walmart. Star Wars Oreos, die entweder rot oder blau sind. Und je nachdem kommt man... Die Laserschwerter quasi. Richtig, also genau. Also man kann sozusagen durch die Akquise dieser Packung feststellen, ob man der dunklen oder der hellen Seite angehört. Ich dachte, sie werden mit dem Laserschwert geschnitten im Kreis. Also ich habe die Packung, die ist schon da. Und nächstes Mal versuche ich ganz fest, sie mitzubringen. Und dann teilen wir uns eine Packung Oreos und wissen dann, ob wir jetzt zur guten oder also zur Dings und dunklen Seite der Macht gehören. Genau. So, das war's doch. Auf jeden Fall, aber Zucker ist auf jeden Fall drin. Sehr gut. Da bin ich ja beruhigt. Okay, dann haben wir die Folge auch drin, würde ich sagen. Schon wieder viel, viel Holz für mich zum Schneiden. Ich würde sagen, wir freuen uns dann auf die nächste Sendung 108. Mal sehen, was sich damit machen lässt. Das war auf jeden Fall unsere 007 James Bond. War ja doch sehr James Bond-lastig. Doch schon. Spion-Sonderfolge. Mir hat es Spaß gemacht. Ich gehe jetzt noch ein paar Filme gucken und wünsche allen ein schönes Wochenende. Ich gehe mir jetzt mal einschütteln. Ciao, ciao. Tschüss.